Ah, jetzt gehen sie wieder. Ja. Sag 50 mal Test. was. Test. Jack. Können Sie mich 50 hören? bestanden. Unter 50, ne? Doch, ich habe ihn gehört. Ja, normal, aber nicht unter 50. Ja, aber ich habe euch nicht gehört. Nee, keine Ahnung. Irgendwie geht das heute nicht, aber naja. Ich gehe Komisch. mal zum Flieger und versuche mal von da bei Aber du hast ja nichts nachzurufen. eingestellt gehabt, Fixie, gell? Wie? Bei damals bei deiner Mission mit den Zeusern, oder? Das ging trotzdem. Ohne Nee. spezielle Einstellung. Nee, das war einfach normal, was in der Vorschrift auch steht. Ja, okay, aber du hast doch geschrieben, dass du dieses Setting nicht mehr findest. Ach so, das Zeus-Ohr. Ja, das habe ich Ah, nicht mehr okay. gefunden, aber wenn man weit oben ist, kann man die sehr gut hören. Wenn man näher ist, hört man die weniger. Okay, ja, irgendwas scheint da gerade Was? komisch. Aber Das ist ja. anyways. Das ergibt ja gar keinen Sinn mehr. Donny, ich glaube, so wirst du dieses Ding nicht abfeuern. Ja, es ist bescheuert, wenn ich Steuerung C drücke, dann klappt da immer das Ding ein. Ist doch geil. Und ich weiß nicht warum, und das ist ziemlich doof. Doppelbelegung irgendeine. Aber ist Steuerung C nicht auflegen? Also bei mir zumindest. Bei dir ist auch So. eins für vorwärts laufen, gib's doch zu. Nee. So laufe ich Nee, das habe ich auch normalerweise. nicht. Ich das zu, oder? Ja, Linke Steuerung Maustaste. C ist normalerweise dieses Jack Combat-Feld. 50 Aber für wenn ich Bernhard. Nee, das ist dich da Doppelschiff. habe und dann Steuerung C drücke, dann klappt er das erst zusammen und dann laufe Ja, ich ich hab danach dich gehört. langsamer. Und wenn ich Okay, im Flieger zurückschalten will, funktioniert das. klappt er das erst auf und dann kann ich wieder normal laufen. Ja, Fuchsi, ich hab dich auch gehört. Fuchsi, Euer Alter. Passiv, der Ja, dann guck passiv doch einfach mal in aggressiv. deine Steuerung rein. Das muss doch eine Doppelbelegung sein für irgendwas. Für welche Waffe wegklappeln? Vielleicht bei RHS, da gibt es ja noch extra Einstellungen, wenn es eine RHS-Waffe ist. Ansonsten vielleicht bei Ace Weapons oder so bei den Vanilla-Dingern. Ich weiß nicht. Also bei mir ist STG-C auf jeden Fall auflegen. Deswegen, keine Ahnung. S-Träge C ist auflegen. Yep. Bei mir ist normal C. Ne? Bei mir ist STG-C. Aber bei mir ist normal C. Mal C. Warum Without hast du C. STG-C? STRGC Countermeasures, was auch immer ich als Infanterist dann Countermeasures abwerfen kann. Ja, du kannst schon deine Flares aus der Hosentasche rauswerfen. Meinst du den Puff, Regenbogen aus dem Arsch? das wäre auch eine Countermeasure. Ich sehe da einen Feind, der hat einen Regenbogen im. Okay. Ach so, ich sollte mal ein C-Tap mit dem GD-Sache. Was? Nee. Wozu? Was Ach war so, das? damit du Hä? siehst, wo die Jungs sind. Naja, was war nochmal Tastenkombi für das C-Tap? Steuerung H. Alter 4. Entschuldigung. Ja, Terminal. Das war der Mikrodecker, gell? Ja. 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 Shift aber das große, glaube ich, ganz geil. GD3000 ist das mit Luft. Etwas? Luftwaffe Tracker ist Oh, GD3000. ich sollte eine Altimeter Watch mitnehmen. Ja, ich springe mit dem Fallschirm. Ihr vielleicht Ja. auch? Nein! Ihr habt keinen Benny, Luftwaffe Tracker. Alex, nimmt mal auch mal GD3000 mit, bitte. Was für Ja, ich hab's mal GD3000? dabei. Benny braucht's nicht unbedingt. Feuerleiter Ja. macht dann. Da weiß ich nicht, Ich was es ist. drauf dafür verantwortlich, wo Benny hinschießt. Also. Was für GD3000? Ich habe jetzt einen Microdecker dabei. Puh. Paul ist noch am Essen, oder? Nee. Ja. Der ist am Connecten, Disconnecten, Connecten, Disconnecten. I see. Der macht's immer spannend. User joined your channel. Nee. Ja. Aus dem Charlie. Halt, Warum ja, denn, Mann, abstürzen. Alter? Ich bin scheiß Pilot, ich schieß so eh nicht. Ich bin Falls. scheiß Schütze. Falls wir abstürzen. Ja, dann Ja, fuck ich den ich aber hab in mein auch was. Radio, Alter. Das ist. Nee. Nee. Da kommt er ja, der nackische Paul. Und er dreht Immer. gleich wieder um. Den Haufen sicher dann für. Nee, Und geht weil ich gleich zum mal. Arsenal war, ist Der mein Haufen Radio da. wieder weg. Ich krieg's kotzen. Hat er gerade auf uns gezeigt? Ich habe auf euch gezeigt, ja. Paul, ich muss dir noch fragen, ob ich die andere Scar H mitnehmen darf. Für euch, weil das ganze Luft zu Luft heute kein Thema ist, würde ich jetzt im Sinne der FPS die ganzen, also die Black Wasps weghauen und draußen diese Luftabwehrdinge. Das hat eh keinen großen Zweck. Okay. Also rechnen wir heute nicht mit AA? Doch, AA Wenn schon, du aber vorher auf dem keine Klo warst, Chats. nicht. Abwehrsystem hat er gesagt. Apropos auf Klo gehen. Bin gleich wieder da.
Benny rechnet gerade mit A. AA incoming. AA incoming. Falsche Richtung. Habt ihr auch alle brav IR-Strobes dabei? Wir nehmen keine IR-Strobes mit, wir nehmen IR-Knicklicht damit. Wirklich? Wenn ich mal ansatzweise so nervig sind wie die Strobes. Die ja, Knicklichter, ich weiß nicht, ob man die sieht, aber die Laser sieht man normalerweise von oben ganz man gut, die IR-Laser. Wir nehmen die, Max, weiß Bescheid. Och nö. Wir nehmen die quasi ausschließlich, aber ST, die sind äußerst gut. Die Laserschwerter oder welche Dinge? Die IR-Knicklichter. Die IR-Knicklichter, die gehen, okay. Ja, die, weil die funkeln, das sind schön. Einfach mal 20 in den Rucksack legen, passt. Ja, Dinge auch im Wärmebild wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, wenn man die im Wärmebild sieht. Shift 1, gell? Okay. Oh, Johnny. Ah, aber Bernd geht's okay. Ah, oder hab ich verpasst? Ich höre nur so rum, wir machen jetzt gleich Debriefing. Ah, okay. Na, dann habe ich ja quasi nichts verpasst. Hast du angefangen mit Streaming? Ja, na klar. Und wo streamst du? Was denkst du? Im Wärmebild sieht man nicht. Los, Daniel. Dann bei Twitch an, Alter. Warum nicht mal Facebook Live? Ist auch besser. Was für Facebook, Alter? Was hast du nur geraucht? Facebook Live. Facebook ist der viel zu alte Kerl. Ich hab's mal auf Facebook. Oh, wie hieß damals die Scheiße? Studi? StudiVZ. Da gab's bestimmt auch Livestreams. Google Plus? Ja, ja. Johnny, macht DSKH Probleme bei dir mit Gewicht und so? Du stimmst schon auf Lokalisten, oder? Mach doch gleich. Wie schwer soll ich denn sein? Wer bist du? Benny. Frage. Ja. Lokalisten kenn ich auch auf Zoom. Ich bin bei 38, nee. 70. Ach, das war X-Fire, Digga, X-Fire. Ist gut, Alter. Wenn ich nachher mein Nachtsicht wegwerfe, dann bin ich nochmal ein halbes Kilo leichter. Brauchst du nicht, nee. Glaube ich. Max, bei dir? Ich hab 1000 Plus dabei, sind bei 36. Passt. Und die Dicken da drüben? 33,7. Also, was willst du mit 20 Knicklichtern machen, bitte? Einen Weg markieren, wie man es wieder rauskommt. Das ist nur im Rucksack, ich will gar nicht wissen, was in der Brust ist. Kann man das sehen hier? Daniel hat nicht eine Brust, er hat Brüste. Wo ist er hin? Burini. Haben wir heute auch paranormale Aktivitäten? Hi. Hoffe nicht, nein. Hat hast du die andere Sky Age schon gesehen? Muss mal die Uzi auf Sky Age anschauen. Ja. Die Uzi auf Sky Age. Die ist viel geiler. Pixie? Ja? Ich hab das mit den Zäusern gefunden. Das ist jetzt ein Client-Side-Setting, was man in der Mission anhaken muss. Das war bei dir scheinbar drin, nicht mehr bei den Global-Settings. Yeah. Bin ich gar nicht. Also musst du sehr Zeus jetzt clientmäßig für sich einstellen, quasi, oder? Ja, aber das geht gerade nicht mehr. Das schon läuft und vom Server irgendwie überschrieben wird, aber es geht trotzdem nicht. Was reden wir? Zeus-Ohren. Zeus-Hearing. Bernhard, Frage. Willst du, dass wir in die Blackfish eine Medic und eine Munitionskiste schmeißen? Warum fragst du mich das? Frag das doch den anderen Dicken da hinten. Paul? Ey! Ich will, dass du auf dein Sensor-Display guckst und Meldung gibst, wenn dann Radar erscheint, weil du dann irgendwie aus der Zone zu fliegen hast. Ansonsten ist mir das alles wurscht. Und kein Blue und Blue. Aber wenn die danach gleich rot verstanden. Werden. Blue und Blue. Eigentlich. Blue und Blue machen wir. Kriegen wir hin. Ich meine, Daniel, dann muss man seine Flugabwehrstellung übernehmen. Nein, ich schieße halt zurück. Peng, 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 peng. Peng, peng. Da kommt nur 105 mm auf dich und was machst du? Peng, peng. Knick mich da. Ja? Ich markiere drei Gegner mit Knicklichen, meinst du, sind wir? Ha! Also verstanden, auf jedes Knicklicht kommt erstmal 200 Schuss, 20 mm. Ne, du brauchst aber blaue Knicklichter wegen Blue und Blue okay. Und so. Okay, ja, 20 mm, passt. Sollen wir briefing technisch in der großen Gruppe noch irgendwas machen? Ansonsten schnappe ich mir meine vier Hanseln. Entschuldigung, 5 Hanseln, einen übersehen. Spaß.
Ich meine, Sie Spaß. So. Ah, ja. Wo ist denn? Rip Benny. Eine Lüftung drin. So, Paul. Mhm. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich neue Informationen für dich. Cool. Ja, für alle so, ich gehe mal davon aus, dass jeder anhand der Titelfolie und dem Briefing sehen wird können, dass das Ganze jetzt nicht einfach so läuft, ihr springt da rein, ihr klaut das Ding und dann haut ihr ab und tralala und nach einer halben Stunde sind wir alle fertig und trinken ein Bier auf dem Teamspeak. Also, okay. Nicht enttäuscht sein, wenn manche Dinge etwas anders laufen, es sind ein paar kleinere Plot-Twists drin. Voll auf, ja, ansonsten, Paul, hast du Fragen? Ich habe ja ein recht ausführliches Briefing geschrieben. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch so viel offen ist. Eigentlich nicht, nein. Es gibt draußen, wenn es noch unklar wäre, wie das mit dem Drone-Hacking funktioniert, habe ich da draußen noch 4 so Feind-Turrets hingestellt. Wenn ihr das ausprobieren wollt, gerne. Wenn nicht, dann würde ich sie löschen, weil die ziehen auch bloß FPS. Kannst du, könnt ihr oder könnt ihr nicht? Wir probieren mal. Wir? Ich kann nicht. Also ich kann mich nicht bewegen. Wir, die Hoheit des UAV-Hackings, können. Ja, ansonsten, ihr bräuchtet für die Cruise Missile bräuchtet ihr wahrscheinlich eine Drohne oder einen Remote Designator. Ich wollte euch ja noch die Turrets einzeichnen. Die Turrets, die stehen wie folgt. Einer steht so. Na, da muss ich nochmal löschen. Einer steht so, einer steht so, einer steht so, einer steht so. Das ist zumindest all das, was dem Spion vom Boden aus, verdammt, warum zeichnet er das nicht? Was dem Spion vom Boden aus ersichtlich war, wenn jetzt da mittig noch was steht, dann hat er das einfach nicht gesehen. Mhm. Es wäre die Frage, was da gut sein soll, ob man da quasi ein leichtes Flak drauf montiert. Rechnen wir jetzt einfach mal nicht damit. Okay. Hätten wir nicht mitbekommen. Die Auffahrt war immer schön beleuchtet. Generell ist auch ausgemacht worden, dass auf den militärischen Türmen üblicherweise ganz oben auf dem Dach, auf dem Container, wo auch der Blitzschutzstab ist, auch Remote Designator stehen. Also falls ihr irgendeinen Turm mal rauslatscht, könnt ihr euch überlegen, ob ihr das auch mit übernehmen wollt. Dann weiß man, dass eben der Laptop zuletzt im Bürokomplex ans LAN eingesteckt war. Der ist gerade nicht aktiv. Wir vermuten, dass er runtergefahren ist in der Nacht. Nicht weiter verwunderlich. Und es gibt ein Kronos-Radar und 3 SAM-Stellungen, die im Netzwerksegment von Pyrgos aufgebaut sind. Koordinaten sind nicht bekannt, aber die sind in dem LAN-Segment von Pyrgos drin. Auch 3 Tigris sind im Bereich. Oder sind drahtlos angebunden, die anderen über Kabel. Das ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht weiter relevant. Ja, wenn, Paul, du es als hilfreich erachtest, könnte der Blackfish, sobald er auf bewaffneten Blackschiff umgeswitcht hat nach dem Insert, gerne als Ablenkungsangriff einen der Checkpoints pulverisieren, wenn dir das was hilft, weil es wird natürlich den Feind alarmieren. Wenn du mal irgendwie meinst, dass du Entlastung brauchst und willst irgendwie den Blackfish nicht hier feuern lassen, dann kannst du da irgendwie das Feuer dahin ziehen. Da in den anderen Netzwerksegmenten sind uns jetzt keine AAs bekannt, da oben soll es safer sein. Generell, es gibt hier keinerlei Blue 4 auf der ganzen Insel. Spione haben wir vereinzelt. Stärkste Feindkräfte, Pyrgos und Umgebung. Aber es gibt jetzt nirgendwo einen Blue 4-Stützpunkt. Also ihr müsst ganz Altes als potenziell feindlich sehen. Darf ich eine Frage stellen? Klar. Wenn der Paul... sagt, ich habe keine Frage mehr. Dann, Fixi? Wir wissen ja, dass die Feinde über Luft Fahrzeuge haben, also Shikras, Kajmans und andere. Also die Shikras lassen wir weg. Die wären nur was für die Blackwater. Also du siehst hier unten sogar den feindlichen Flugzeugträger eingezeichnet.
Achso, da. Okay, das muss ich fragen, wo starten die? Da unten ist der Flugzeugträger geortet. Dort ist auch Kronos Radar und vermutlich auch SAM-Stellungen drauf. Die dürften eine Area of Denial von ungefähr so haben. Also 16 Kilometer weit geht das Radar. Ungefähr so weit schießen, können sie auch schießen. Meistens schießen sie nicht so nah. Die sind auch aktiv und die können wir auch nicht hacken. Die haben wir nur über Elend aufgeklärt durch die Emissionen, aber wir haben da keine Netzwerkverbindung hin. Das reicht wahrscheinlich nicht. 16 Kilometer. Das ist mehr als eins von den größten, das sind anderthalb von den größten Planquadraten. Anderthalb? Scheiße. Eins der größten Planquadrate ist 10x10. Und das Ding hat 16 Kilometer Reichweite. Ja, dann. Also es reicht ungefähr bis an Pyrgos ran. Scheiße. Okay. Das heißt, also sagen wir mal so, ich mache jetzt mal eine konservative Area of Denial. Ich nehme mal an, dass du dich. So, da sind die 16. Jetzt mal sehr. Ja, okay. Hauptsache ich hab mal hier einen Drehraum. Ja, ich würde das nicht so. Mach dein Sensordisplay auf den größten Bereich und dann wirst du ja sehen, wann du es sehen kannst. Wenn du es sehen kannst, wenn du es noch nicht sehen kannst, dann kann es sich auch noch nicht abschießen. Wenn du es sehen kannst, solltest du nicht sonderlich dich dem Ding weiter nähern, weil irgendwann würde dann sagen, okay, Feuer. Okay. Weitere Fragen? Negativ. Negativ, okay. Muss ich euch noch irgendeine Drohne oder irgendwas anderes hinstellen? Wenn wir nur uns so eine, was sind die, Sentinel, diese normalen, ja, Sentinel ist ein bisschen groß, glaube ich. Aber ja, die fliegt Sentinel halt schön ruhig. Ja, dann stellen uns irgendwas. Was sagt Sentinel denn dein Fischi, der, was ihm sein Lieblingsgerät ist? Skaha. Nein, Wo ist er denn? Das da steht draußen. Ja, also ich müsste halt wissen, was du haben willst. Ja, das ist Sentinel. Wenn Flugzeugträger starten, kann eine normale nicht. Eine Sentinel kann hier starten. Nee, okay. Doch, die kannst du. Du stellst am anderen Ende von der Runway hin und die kriegt genug Speed, bis der Bug da ist. Okay, das landen kann sie halt nicht mehr, aber okay. Ja, ich meine Sentinel. Immersion. Ja, wir haben viele, viele Drohnen. Okay, die tue ich mal gleich jetzt machen. Ischi, du wirst gemutet, wenn du nicht auf K bist. Vielleicht liegt's daran. Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, ich gehe mal davon aus, sobald wir auf dem Dach sind, werden wir ja eh von Wachen oder sonstigem entdeckt. Spätestens wenn wir diese UAV-Terminals, die Drohnen-Selbststoßanlagen da übernommen haben. Ja. Daher wird da nicht viel sein mit leise und rumschleichen und weiß Gott noch was. Wir haben die Schalldämpfer trotzdem mal dabei. Nicht, dass wir alle außerhalb von dem Gelände landen und dann rein müssen. Ah, das ist vielleicht gar nicht blöd, wenn der Blackfish Insert mit wenig Vorwärtsgeschwindigkeit ist, weil dann erreicht man sein Ziel viel besser. Das wäre vielleicht noch was, was helfen kann. Also im Hover-Modus quasi abspringt. Oh, das kann ich gar nicht machen. 3 Kilometer Bodenhöhe bis dahin, gell? Das ist was. Über 3000 Meter muss es sein, ne? Ja, okay. Das gibt ihnen alle Zeit der Welt, sich zu orientieren. Drohne hebt gerade ab. Die habe ich so über den Salzsee geschickt. Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich meine vier Leute noch kurz zur Seite nehmen. Ich weiß nicht, ob Fix mit seinen Leuten was besprechen will. Ja, guck mal nach draußen. Also, wenn es nichts mehr gibt. Offensichtlich nicht mehr. Also, ja, unser Pferd wird etwas experimenteller heute. Möpse? Möpse. Was wollte ich hören? Naja, wir haben drei Tigrisse, die man nicht durch Hacken ausschalten kann. Es gibt drei Sam-Sites, die kann man ausschalten durch Hacken. Wir haben eine No-Fly-Zone. Umherum Pyrgos.
Da wo die Checkpoints sind, da. Ach nee, da bei Pyrrhus, nee. Da unten. Ja, genaue Position hatte, weiß nicht Bernhard, aber die SAM-Sites sind umherum Pyrrhus, weil die auf demselben LAN waren. Mhm. Also auf derselben Connection, wo der PC auch war. Der musste auch irgendwo in der Bürokomplex sein. Dem muss der jetzt da drin, aber okay. Tigris-Stellung, keine Ahnung, meint er, wissen wir nicht, oder it. Vielleicht haben wir Glück und fassen die auf dem Radar auf und haben mal kurze Zeit, die auszuschalten, wäre immer gut. Ja, aber was haben die denn für eine Reichweite, wenn wir auf welcher Höhe müssen wir denn bleiben, damit wir da... Also Tigris kann, glaube ich, mit ihrer SAMs, glaube 4 Kilometer oder 6 Kilometer schießen, also... Die haben mehr als genug Reichweite, die haben mehr Reichweite als wir. Die Jungs haben keinen AT bei oder so ein Scheiß, ne? Ey, das, dafür geben wir, haben die uns als AT. Ja. Das Schöne ist, wir rechnen keine, mit keinen feindlichen Jets. Vielleicht Helis, aber keine Jets. Mhm. Der feindliche Carrier ist auch unten links auf der Karte markiert und deswegen haben wir auch eine No-Fly-Zone. Sollte uns genug reichen, dass wir über Pyrrhus schöne Kreise machen können. Wo ist denn eigentlich der Absprungort? Bei dem Safehouse oder was? Ich werde genau über versuchen, ungefähr hier zu hovern. Ach so, da unten, okay. Alles klar. Was sind denn die Checkpoints da oben? Frage. Wenn da unten... Checkpoints. Raussperren. Ah, okay. Hast du nicht gehört? Also mitgehört? Also halbwegs. Wenn du Kreise gemacht hast im Raum. Falls Paul eine Ablenkung möchte, dass der Feind nicht sich hier konzentriert, sondern woanders hin, dürfen wir mit Pauls Erlaubnis auf eins der Checkpointe Angriff machen, dass die Feinde in die Richtung pushen und dass die Jungs in Pyrrhus ein bisschen mehr Freiheit haben. Ja, da würde sich ja der Erste dann anbieten, weil sie dann die Straße frei haben, quasi. Ja, weil die dann die Straße hochrushen zum Checkpoint 1, bla. Ja, also das wird er, Paul, entscheiden. Der macht den Bodenteam. Wir werden erstmal mit dem Transport Blackfish abheben. Wie gesagt, ungefähr hier hovern, dass die hier schön... Ja, so, da ist, was sind das, ein Kilometer? Da ist, glaube ich, gar nicht genug Platz für uns alle drei, oder? Wie? In dem Transport-Heli-Dings. Das ist aber Pilot, Co-Pilot. Und dann. Ja, da hast du 20 Leute, passt da hinten rein. Auf dem Träger, ist ja wurscht. Ja. Passen 20. Ja, ja, da muss ich aber hinten mit dem Gesocks mitfliegen. Kannst du auch vorne im Cockpit sitzen, Alter. Ja, aber dann muss er mit dem Gesocks mitfliegen. Es gibt 4 Plätze vorne und, glaube ich, 20 Plätze hinten beim Transport. Achso, ich dachte, es gibt nur 2 vorne. Das war ja die Frage. Nein, es gibt 4 vorne. Na siehst du, dann sind wir doch alle auf der richtigen Seite. Ja, na dann sind wir doch auf der richtigen Seite. Hättest du nicht durchgepennt, um zur Übung gekommen? Hä? Nee? Doch. Naja. Guck, Alex war da, Alex hat schön gelernt. Gut, ich hatte einen Stromausfall nach 10 Minuten, aber ja, hat gelernt. Und ja. Schöne P90 hast du da. Wir werfen die Jungs ab. Kommen zurück zum Träger, wechseln auf die bewaffnete Version und verteilen Freiheit mit der Bewaffnung. Ja. Fragen? Es gibt kein Klo auf dem Blackfish. Kommt Check Longwind 50. Ja, OPZ hört. Adler hört. Good check. Jo. Nö, naja, also Fragen nicht wirklich so. Das wäre jetzt dann halt bloß, ja. Also wir fliegen die jetzt einmal hin, du haberst da ganz gemütlich, dann fahren wir zum Träger zurück und uns den anderen Blackfish und dann geht's auf die Fresse. Dann haben wir da erstmal und scannen das Gebiet für die Jungs ab und wenn wir das durchgescannt haben, kriegen wir irgendwann einen Befehl, irgendwas irgendwie irgendwo anzugreifen und das machen wir dann einfach. Genau. Falls wir ob wir einen Ersatz kriegen, falls wir abstürzen, Nein, das ist, fangen wir gar nicht erst an. Okay, dann, wenn wir abstürzen. Und ich sage, ich kann das Ding nicht mehr kontrollieren. Durch Ace euren Funkgerät durch Ausrüstung auf den Bauch schnallen und aus dem Inventar stellen, falsch im Wollen. Ja. Und so abspringen, bitte. Ja, ja. Deswegen haben wir auch Shotwave-Funke, dass wir auf dem Boden fingern können. Ich habe genug Knicklichter, Laserpointer, Smoke. Einfach alles, was man beim Abschluss braucht, auch eher Granaten. Du hast dich schon voll als Infanterist vorbereitet, ich sehe schon. Ja, das ist Standardausrüstung der Pilot. Falls du abstürzt, muss alles dabei haben. Da habe ich auch alles, nur alles halt klar. Nicht so übertrieben. So, dann
Ja, stopp, die Leute mal Richtung Blackie. Paul, hast du dein Magazin für die Pistole vergessen? Du hast deine Magazine für deine Pistole vergessen? Du hast dein Magazin für die Pistole vergessen. Ich habe meine Pistole aussehen ins Wasser geworfen. How? Einmal den grünen Laser folgen, bitte. So wie James gestern, der aus Versehen ein Knicklicht werfen wollte und noch was aus Versehen eine Flashbang, die aus Versehen genau in meiner Fresse hochgegangen ist und da war ich... Hat auch geleuchtet, oder? Am Kanal, der hat mich nur verwundet. Was? Die Flashbang hat mich verwundet und taub gemacht. Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Ja, einer kann aber vorne kommen zum Co-Pilot. Kein, also ich nicht. Jo. Ja, doch, hier vorne ist gemütlicher, Alter. Mir fehlt nur noch die schöne Flugbegleitung. Ich bin kurz auf Klo. Oh, Rampe. Wusste ich nicht. Oh yeah. So, machen wir mal so einen Flugkurs. Erstmal die Checkliste. Box dabei. Noten hinten drin, perfekt. Kann man nicht hier mit Ace auch noch hier dann in den Comms-Channel, dass wir nicht über Short Range miteinander quatschen müssen, wenn es zu laut wird irgendwie, wegen Triebwerken oder so? Dass wir uns da den Crew-Channel dann später schnappen einfach? Ich hab grad nicht verstanden, was du meinst, weil ich grad nicht zuhöre. Ja, im Ace den Crew-Channel einfach nehmen. Ich hab Angst auszufallen. Ich brauch entweder eine große Mauspad. Oder eine kleinere Hand. Hä? Adler, hier Falke. Ihr Adler? Wir werden verladen. Also vielleicht kannst du mal bei der OPZ die Starterlaubnis anfunken, weil ich mein Funkgerät gerade auf dem Bauch habe. Okay, ich markiere gerade mal unsere Route. Deswegen. Wie willst du es haben mit den Intercom-Channels? Sollen wir hier bleiben? Ja, könnte bleiben. Alles klar. Adler an Akku. Max macht, keine Ahnung, Schlagzeug. Dann die Gitarre und ich mach den Leadsänger. Ja, bin raus auf dem Channel. Adler an Haku. Der Ton war so hoch, den hat Benny noch nicht einmal gehört, weil er schon so alt ist. Was? Okay, Startelatmus ist da. Ich denk mal, er antwortet nicht. Wir sind gut drauf. Und wir geben Gas. Jo. Yep. Und wir sind airborne. Fahrwerk. Sehr gut. Erstmal die Höhe gewinnen, ne? Ich mach mal 3,5 Kilometer. Über Wasser, über Land. Dann mal sehen. No. Wollte man das Nachtsicht nicht irgendwo dunkler machen? Was? Das Nachtsicht konnte man doch irgendwo dunkler machen.
ich habe schon Radarsignaturen. Guck mal nach links. Das ist über 16, circa 8 Kilometer entfernt. Ein bisschen mehr, vielleicht 10. Linksseitig 8 Kilometer bis 10 Kilometer wird wahrscheinlich Pyrgos sein, in die Richtung. Ja. 3 SAM-Stellungen habe ich noch im Radar. Und 3 Unbekannte. Denk mal, es sind entweder die Drohnen, also die Turrets oder das sind Tigris. So, Flughöhe erreicht. Ja, heute leider keins, wegen Corona. Hey, langsam hier. Und du hast auch nicht doppelt bezahlt, also bitte. Also kannst du den Infrastruktur sagen, wir haben einzelne Kontakte im Komplex und einem Bunker, einen besetzten am Ausgang. Infanterie, Game Faces on, unter einer Minute. Kannst schon mal bremsen, Fixi. Entschuldigung, ich war der Pilot hier. Ja, ja. Der nördliche Militärkomplex ist auch besetzt, das sind 2 aktive Tigris und eine inaktive Karaman. Ich werde angepinkt. Ich gebe Gas. Paul, ihr könnt raus. Alle raus. Adler von OPZ. Ja, Adler. Adler von OPZ. Hier Adler. Adler hört. Verkleinert laut Falke von OPZ. Okay, Adler von OPZ. Adler hört. Frage, wie ist der Status mit dem Feindradar? Wir werden angepinkt, aber ich habe Signaturen drauf. Kannst antworten. Wir werden angepinkt. Was war das zweite? Frage, wann möchten Sie, dass die AA deaktiviert wird? Deaktiviert? Hat er aktiviert gesagt oder deaktiviert? Deaktiviert hat er gesagt. Deaktiviert werden soll. Infanterie ist schon abgesprungen. Wir warten mit Deaktivierung, bis Arm Blackfish im Gebiet ist. Also ich weiß nicht, ich höre Bernhard, aber er hört mich nicht. Ja. Wie nah sind Sie denn an den feindlichen Radaren rangefahren? Wir waren über die 3,5 Kilometer Höhe, genau über die. Circa 4 bis 5 Kilometer Distanz. Glück gehabt, dass sie nicht abgeschossen worden sind. Ja, ich dachte auch, 3 Kilometer Flughöhe reicht, hat er gesagt. Ich war auf 3,5. Ich war eher davon ausgegangen, dass die halt in der Mission von Anfang an hier abgeschaltet sind. Ja. Okay, ja, willkommen. Ich werde immer noch angepinkt, Alter, das nervt langsam. Ja, das nenne ich mal Sturzflug, wa? Ja. 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 Langsam wieder Schub geben. Okay, das war jetzt zu viel. Ja, du machst es schon, dieses scheiß Flugzeug-Heli-Scheiß-Züchtung hier, die gefällt mir nicht.
Na, mich hören. Ich mach das manuell. Ja, ja. Autovektoren aus. Wenn du es einschaltest, dann macht es alleine diese Vektorscheiße und das nervt. Du kriegst nie, was du willst, deswegen mach ich es alleine. Ja, ich mach es auch mal alleine, aber ich find's trotzdem voll anstrengend, anstatt einfach wie mit Mädels zu fliegen, oder? Oh, bitte die OPL an, Falke. Sollte man vielleicht mal eine Ohrstift anziehen? OPZ hört. Falke mit 4 Mann auf Dach. Machen wir dann die Arbeit. Ende. Nice, die haben getroffen. Check, bitte Meldung geben, wann AA deaktiviert werden soll. Verstanden. Müssen wir gleich mit Bernie reden, dass der nochmal wegen deinem Funk, der hört dich irgendwie nicht. Naja. Müssen wir vielleicht bei dir nochmal einen Funkcheck machen, vielleicht, das ist ein. Ja. Okay, wo ist der andere? Da ist der andere. Ey, mit 80 kannst du wirklich vergessen. Oh, ich werd schon angezeigt. Adler, hier Falke, Long Chance. Die Adler hört. Sagt ihr Bescheid, sobald ihr vom Flughafen, vom Flugzeugträger wieder abhebt, dass wir die AED aktivieren. Check. Der Paul hört mich. Ja. Und das ist komisch, Paul hört auch Bernhard und der hört auch ihn. Ja, ich höre auch Bernie und ich höre auch dich im Funk. Du gehst ein bisschen tief! Ist außer du willst von unten in die Tanke reinfliegen. Ja, ich dachte, wir gehen da rein. Oh, shit. Ja, was soll ich machen hier? Funken, reden. Ja, das war's schon. Konzentriert, das ist, wo wir dann fliegen und dann. Deswegen hast du da nach rechts neben dir. Das aussehen. Ja, ich weiß. Alles gut. War spektakulär, sollte es sein, oder? Ja, hier läppischer Marsch, wir sind gelandet. Aussteigen! Warum ist die Rampe offen? Natürlich! Das macht hast du vergessen, deswegen, ja. Vergessen wieder zuzumachen, oder was? Ich hab zugemacht, keine Ahnung, wer das aufgemacht hat. Jetzt auch gesagt, ne? So. So, Left Door Gunner ist on seat. Alles, komm mal kurz auf den Co-Pilot. Ja. Okay, kannst wieder wechseln. Ich habe mal Steuerung freigegeben, falls mir was passiert. Okay. Deine Standardhöhe ist bestimmt erstmal locker über 2000, ne? Wegen dem ja, Sieben schon mal. Danke für Adler. Als Info, Maximum Zero ist 2,4 Klicks. Verstanden. OPZ, hier Falke. OPZ. Bitte in Kürze des AA-Netz deaktivieren. Adler ist mit bewaffneten Blackfish unterwegs in die AO-Ende. In Kürze heißt dann jetzt. So korrekt. Damit gib Meldung, wenn vollzogen. Die scheiß magische Grenze beim Vitor ist 60% Schub. Wenn du 59 bist, fällst du in den Stein. Wenn du 61 bist, hebst du sehr schnell nach oben. Das ist das Scheiß an den Dingen. Ja. Deswegen sind wir auch beinahe im Wasser geplatscht. Er ist ja trotzdem nicht so stark wie ein Heli, wenn das wie ein Heli agieren soll, ne? Alter, das ist. Was für Tonnen sind das Ding hier? Ja, eben. Das Ding hat halt Flügel. Das ist kein Heli. Ja, eben. Das will halt eigentlich seine Flügel benutzen. So, ne? Vitol ist ein Fixed Wing eigentlich, nur dass es halt sehr geschickt abgehen kann. Genau. Naja, war doch spannend für den Anfang. Ja. So, zerstören wir jetzt die AAs oder was ist der Plan? Also die, ja, die sind ja jetzt ausgeschaltet und da haben wir erstmal, oder was ist der? Ich weiß auch nicht, Benny. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also, ja, ich bin auch, ich weiß nichts, ich habe auch eben gesagt, ich weiß nichts. Alles klar, gut. Also wenn Paul sagt, wir haben freie Schusslinie, wir können auch alles schießen, was wir möchten, dann ball auf drauf, alles was du siehst. Jo, jo, jo. Da vorne ist Atira erst. Ja,
2,5 Kilometer Flughöhe sollte ausreichend sein für ER. Also ich habe Maximum Range 2,4 Klicks. Ja. Ja, das ist... Ja. Wir müssen ein bisschen long schießen, bis die Flugabwehr aus ist, weil sonst haben wir absolut keine Chance auszuweichen. Wenn die Flugabwehr weg ist, ja, dann klar, wir aber näher dann runter. Ja. Gott fucking hell, die Kameras über Wasser machen mich gerade total kirre. Adler von OPZ. Ja. Der Sumpf da hinten ist nervig, oder? Frage, wie viele Radare sehen Sie noch im Bereich von Pürger? Cyberkräfte geben mir sehr unschlüssige Informationen. Wie viele? Zwei. Zwei. Fragetyp? Fragetyp. Punkt mit einem halben Kreis oben drauf. Punkt mit einem halben Kreis. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, komm mal auf den Co-Pilot, da kannst du mit dem Laser R oder T drücken. Ich dreh den nochmal hinterher. Da musst du, glaube ich, sehen, was du zielst. Man muss erstmal da hingucken. So, jetzt guckst du nach hinten. Ja, jetzt ist es ungefähr vor dir. Weiter rechts, stopp. Links. Gut, aber ich sehe auf meinem Radar nichts. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Radar, wenn Flugsensor gar nicht. Okay, guck mal nach links. Bisschen. Weiter. Ja, jetzt sollte es vor dir sein. Circa 2 bis 3 Kilometer Entfernung. Ah, okay. Steht, glaube ich. Stationäres. Okay. Warte, ich gebe mal einen Laser drauf. Also, ich sehe unsere Jungs jetzt da in den Häusern. Unsere Jungs gehen gerade ins Haus herein. Bin 4800 Meter. Benny, kannst du mal schauen, ob der den Laser von OPZ? Hört. Ja, ich sehe den Laser, aber ich kann nicht hin. Geh mal weg mit dem Laser, Alex. Ja, Status geändert. Radar wiederholen. Frage, Radarstatus geändert? Positiv. Hat sich der Radarstatus geändert? Ja. Ich sehe nur noch blau, blau sag ich hier, weiße Vierecke. Positiv, wir werden nicht mehr angedeckt. Frage, sind noch Radarsignaturen im Sektor Pürger sichtbar? Eine. Hat gerade aufgeblinkt, oder? Eine. Also mit, ich trete den nochmal hinterher. Also wir könnten Falken für Adler. Fixie? Beim nächsten Überflug musst du definitiv mehr Abstand nehmen. Ich habe keine Chance auf Pürgers irgendwie runterzukommen. Ja, ich bin ja auch nicht im Gun-Modus. Ja, ich weiß, ich bin nur so. Da ist der Laser. Warte, ich hab den gerade runtergezogen, sorry. Adler für Falke. Falke, ja. Frage, wie hoch ist eure Drohne? Der Feuerstatus. Adler, hier Falke, wait one. Okay, wenn wir auf diese Seite, also westlich vom Pürger sind, dann könnt ihr nicht mehr schießen, weil ich sehr hart reindrehen muss, dass ich nicht in die No-Fly-Zone reingehe. Vielleicht kann der Funker von, also Alex, du kannst vielleicht mal durchgeben, dass das Military Camp da auf jeden Fall einen Heli hat und mit mehreren Jungs besetzt ist auf den Turm. Kannst du das gerade markieren? Ja, ja. Schon also die Türme sind besetzt, davor steht ein Heli am Spot und... Üb, Adler hier, Falke. Kampfheli. Adler hört. Drohne kreist östlich von Pyrgos über Meer auf 2000 Meter. Ende. Check, jo. Danke. Ja, 2000 Meter. Ich sehe eine Anti-Air auf dieser kleinen komischen Insel da, oder ist irgendwo eine Raketenstellung, so ein Anhänger, ein Raketendings. Und sonst sind alles nur schwarze Signaturen, überall Motor aus. Da ist eine Tigris, da ist noch eine Tigris. Direkt neben dem Camp halt. Kann ich markieren. Ja, hast du schon, perfekt. Ich glaube nicht, dass du bei dem irgendwas markieren kannst.
Ja, Alex hat hier schon markiert, also. Aber sonst, was ist das, was du da angelasert hast? Der hat es auch noch so ein Anhängerteil. Ja. Ja, so ein Ding steht auch noch auf der Insel da unter Pyrgos, oder da wo die Bank ist, ne? Ah, okay. Ja, ich habe jetzt die jetzt mal aufgeklärt, weil die eigentlich unser erster Ziel sein sollte, denke ich. Damit wir weniger Sam kriegen. Okay. Halt ist auf jeden Fall definitiv zu weit weg für mich, aber du kannst vielleicht mit einer Rakete einfach rein, wa? Adler von OPZ. Adler hört. Also Cyberkräfte sagen, sie hätten alles deaktiviert. Können Sie das bestätigen bei sich auf dem Sensordisplay? Ja. Ja. Positiv ist bestätigt, alle Radar deaktiviert. Dann ist für Sie jetzt Luftraum Pyrgos freigegeben. Bitte vom Flugzeugträger weiterhin fernhalten. Check. Adler bestätigt. Okay, runter auf 2,5 Kilometer. Das rechts von uns, Luftkontakt, ist die Drohne oder was? Ja. Das grüne Drohne, das andere Punkt im halben Kreis ist unser Träger. Falk für alle. Falk gehört. Haben wir Feuerfreigabe? Ja, Falk, ihr habt Feuerfreigabe. Alles, was außerhalb des Bürokomplexes liegt. Klar. Und halt Schäden an zivilen Gebäuden, wenn es geht, vermeiden. Alles klar, machen wir erstmal den Kaiman und die Tigris, oder? Warte, Benni. Das, ja, alles klar. Das, was gelasert ist, wahrscheinlich zuerst, genau. Benni! Also, Benni, als erstes ist ein Laser einmal eine 105er drauf. Du drückst T und dann schießt du. Wenn du mit der Gau oder mit der Bofor schießt, mach alle 5 Sekunden und drück T. Dann zeroest du wieder neu. Ja. Du musst wahrscheinlich, es ist Distanz 3000, also musst du ein bisschen drüber halten. Ich glaube, der Laser nur bis 2,5 geht. Ja, ich hab ein bisschen drüber. Almost. Ah, der fliegt noch. Ja, was feuerst du gerade? Getroffen, da wo dein Laser ist. Okay, das ist bekämpft, sehr schön. Jo. Ja, bei mir ist es übrigens Tab. Tab? Ja, okay. Bei mir ist T. Ja. So, nächstes Ziel? Ziel ist eine Tigris. Ja. Eine 105er. Gelaced. Alles klar, ich komm nicht so weit runter. Okay, wart kurz. Dann, Abbruch, kannst du den Kaveman auf dem Laser bekämpfen? Negativ. Ich dreh noch ein, warte. Jetzt könnte ich, ja. Okay, jetzt wieder nicht. Jupp. Ja, dann wart, bis wir auf der anderen Seite sind. Ja, also jetzt wäre auch möglich. Ich kann hier, warte, ping. Ja, dann feuern wir den. 2600 Stückchen höher, ja. Ausgeschaltet. Ja. Okay, wartet mal kurz mit dem Feuer. Ich muss mal ein bisschen Distanz gewinnen. Jupp. Wenn ich im Gamma-Modus bin, da komme ich immer und immer näher zum Zentrum. Deswegen muss ich auch kurz abbrechen. Aber die Tigris da könnte ich quasi schon versuchen. Ja. Feuern. Ja. 2,7, ich komme mal da hin. Oh yeah! Wollen wir noch einen, oder? Gerne anstellen, ja. Ich schon, zweimal direkt neben ihm. Dreimal direkt neben ihm, der muss ja jetzt mal hochgehen. Ne? Okay, kannst du mal, oder ich probier's mal mit der Bofors. Ja. Ja, vier direkte Einschläge neben ihm, der explodiert nicht, oder? Ach, den da unten machst du gerade. Ja, das macht dem gerade gar nichts. Okay, ja. Abbruch. Ja, wir sind ausgestiegen, dismounted. Feuerleitung. Jo, dann positionier dich mal neu. Und du kannst ja mal Meldung geben, was wir alles kaputt gemacht haben bisher.
Wir haben eine Tigris disarmt, wir haben einen Heli zerstört und einen von diesen LKWs kaputt gemacht. Ja, ich bin nochmal mit dem Laser auf der zweiten Tigris. Jo, komm grad nicht hin. Nee, zu weit links. Ein Stück nach rechts drehen, dann sollte es gehen, glaube ich. Nach rechts drehen? Ja, ja. Okay. Nee, das ist jetzt. Ja, genau so. Wie weit wir das weg haben? 3 Kilometer circa. Da fährt ein Fahrzeug. Rechts von dir, Benny. Ja. Wir kämpfen mit der Bofors. Ja, die Tigris da ist irgendwie, weiß ich nicht. Die mag mich nicht. Kriegst du das Auto kaputt oder soll ich auch mal versuchen? Wenn du willst, kannst du mal probieren, weil das, aber das fährt gerade ziemlich schnell und bei der. Ja, kannst du mit der Gaumann probieren, Benny. Ja. Warte, ich versuch's dir aufzuschalten. Ich sehe meine Einschläge nicht. Viel zu weit. Adler, hier Falke. Da sind die Einschläge, lol, okay. Wie advised, ein Hubschrauber, der hier um das Bürokomplex kreist, der ist definitiv bewaffnet. Könnte okay. Da was unternehmen? Ich weiß nicht, ob ich den krieg, aber. Das wird. Das wird leicht. Ich mach mal auf 2 Kilometer Höhe. Dann solltet ihr das leicht schaffen. Also, wir haben oft Helis unterholt mit dem Ding. Aber mit der Gau bitte. Mit der Gau. Versucht zu bekämpfen, bleibt in den Gebäuden noch mit. Okay. Wenn ihr sobald er stoppt und versucht zu drehen, kannst du drauf schießen. Der ist gerade nordwestlich vom Bürogebäude. Weiter unten, weiter unten. Ja, ja, da. Kann ich mal klatschen. Nicht so nah an den Bürokomplex. Nicht mehr fahren. Weil wenn wir jetzt da reindrehen, trifft irgendwann das Bürogebäude. Ja. Ja, der dreht ja jegliche Kreise, Mann. Da müssen wir viel weiter runter, weil die Distanz wird das extrem. Okay, wenn ich stopp. Ja. Ich gehe auf 1-2 runter, mehr nicht. Jo. Benny, du kümmerst dich um. Ja, ich versuch's, also ich weiß nicht, wie ich die da im Kreis fliegen, da das ist nervig. Aber der haut ab, glaube ich, der haut ab. Ja, der haut ab Richtung Ost. Dreht wieder rein. Gib mal ein bisschen Entfernung. Also nach Höhe gewinne ich auch mal ein bisschen. Zu tief, Alter. Ja, er dreht gerade wieder Richtung Bürokomplex. Da kommt auch noch ein Fahrzeug angeschissen. Oh, jetzt dreht weiter. Kannst du den melden, dass ein unbewaffneter Jeep auf die zufährt? Benny, auf den Heli schießen jetzt. Er ist über Wasser. Jo. Hallo, hier Falke. Hört, Falke, hört. Alle hört. Be advised, wir haben einen, wir hatten einen Fahrzeugkontakt, nevermind. Jo, wo ist der Alien? Da oben. Das ist 3 Kilometer, Mann. Da brauchen die Kugeln 500.000 Jahre, bis sie ankommen. Ja, muss gut vorziehen dann. Hey. Hat er hier falsche Feuerentfernung? Stopp! Okay, ich gehe mal höher, Helikon, die vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab da hinten noch irgendwie MBTs rumstehen sehen, ne? Habt ihr die auf dem Schirm gehabt? Nein. Die Tigris, die dritte. Achso, oder das, ja.
Ich habe da nur ein Rohr nach oben gucken sehen, ja. Hallo, hier Falke, wir nehmen uns einen Stinger-Launcher, den wir in einem der Gebäude gefunden haben, und bekämpfen gleich den Hubschrauber. Sehr gut, Alter. Ah, da verstanden. Ja, da wo ich gerade hinziehe, ist Tigris. Ja. Schau mal, ob du da den noch eine 105er drauf knallen kannst, weil dann die 40 Mil erreicht irgendwie nicht. 3,5 Kilometer, mal gucken, ob ich treffe. Ah, ein bisschen höher, so dahin. Adler, hier Falke. Hört. Problemlage, die Putzfrau ist schon durchgegangen und die hat den Launcher, glaube ich, weggeputzt. Adler, hier Falke. Wir können nicht effektiv wie ein Heli kämpfen, weil er oft über die Stadt und über euch ist. Wir haben Fahrzeugkontakt auf der Stadt. Ja, verstanden. Dann haltet uns, wenn es geht, Bodenkräfte vom Leib, beziehungsweise engaged weiter die AAA. Wir versuchen AAA dismounted. Den Stellstoßanlagen, die wir übernommen haben. War das die dritte Tigris? Ja, die war dismounted. Hatten wir die zweite schon? Ja, ne? Da fährt ein Fahrzeug nördlich vom Tigris rein. Ist ein Fahrzeug oder ist der Heli? Okay, aber da ist auch ein Fahrzeug. Sag mir. Wenn ihr nicht mit 105 in die Stadt rein. Verdammt. Durch ein Gebäude heiler lassen. Jo. Aber da ist es was Großes. Das ist ein IFV, was auf dich zufährt. Ja, dann Buffer. Alles klar. Das ist ein Wenn es kein Kettenfahrzeug ist, kannst du mit Buffer schießen. Oder ja, mit der GAU. Ist gerädert. Aber du kannst da auf jeden Fall mal vorwarnen. Die sind da jetzt gleich bei denen dran, oder? Bist du sicher, dass es ein BTR ist? Ja, es ist, hat IFV. 6 Räder und ist gepanzert. Adler für Falke. Gehört. Jetzt war es direkt Süden, circa 200 Meter, feindliches IFV an der Küste. Verstanden, Angriff. Hä? Alex? Ist er rausgesprungen? Er ist rausgesprungen. Lol. Vielleicht wollte er Platz wechseln? Wegen der Bofor? Ganz wechseln, wenn du willst. Ja. So, jetzt muss ich das Ding aber nochmal finden. Das war da südlich, ja. Ja, genau da. Das Ding. Wie schieße ich das Teil? Was? Wie schieße ich die Dinger? Draufhalten. Was? T draufhalten, T draufhalten, T draufhalten. Oder Tab bei dir. Ja. Ich sehe gar keine Einschläge, Alter. Viel zu weit südlich, Alter. Wie sieht es mit der Munition aus? 200 Schuss, 40. Bei dem anderen waren noch 7. Du hast bei der Bofor 2 mal HE und Panzerbrechen, weißt du, gell? APT, ja. Genau. Ja. 90 von den Panzerbrechen dann noch. Soll mal stehen bleiben, kurz, Alter, der Wichser. Halt doch vor, ich sehe, wo du den schießt. Ich halte ja vor, also. Ja, da treffen ihn schon ein paar, aber das interessiert ihn irgendwie nicht. Okay, warum ist Alex in einem Heli drin jetzt? Weiß ich nicht. Ich bin wieder Left Organer erstmal. OPZ hört. Kann es sein, dass eine unserer Mannschaft verschlafen hat? Was sollen wir mit ihm machen? Sie fragen mich, ob bei Ihnen im Flugzeug jemand sitzt, der schläft. Alex ist rausgesprungen. Check. Ich schieße jetzt mit 105er nochmal auf das Teil, Alter. Ja, also Adler hier, Falke. Hört. Falke hat Audiokontakt auf 2 Kettenfahrzeuge, einmal nordöstlich und südöstlich meiner Position. Könnt ihr da was gegen machen? Arbeiten dran. Wir bekämpfen den südöstlichen gerade. Wir haben den zweiten Augenblick. Wenn ihr da ist, noch einer bis rechts. Ja, der hat erstmal 2 Schüsse gefressen. Moment. So. Ist der jetzt down oder was?
Einer geht noch. Weißt du, ich kann nicht so viel zoomen, ich kann nur mit dem Augen gucken. Ich kann auch nicht so viel zoomen, Alter. Ich hab den jetzt viermal getroffen oder so, Mann, der hält viel zu viel aus. Ja, dann mach Bohr vor. Scheiß drauf. Es sind Ketten, es ist ein Radpanzer. Wenn die Dinger weg sind, die. Sag schon. Räder, dann ist C-Dismount. Ja. Der andere ist ein bisschen links, auf der Kreuzung. So, ich genau in der Kurve. Genau. Ja. Ja, ne? Betrifft alles nicht so wirklich. Bam bam. Wo seid ihr? Da unten, Alter. Jetzt kuschelt die da nebeneinander, ich steig nochmal oben. Alter. Kriegt eine Krise. Rechts, runter. Ja. Sorry. So, 2,9 und der ist 2,8. So. Adler von OPZ. Also hört. Wir haben einen neuen Blackfish-Schützen für Sie über dem Salzsee abspringen lassen. Bitte mit ihm dann Funkkontakt aufnehmen und von dort auflesen. So, verstanden, dankeschön. Jo. Und bitte erst mit Ihrem Infanterieanführer klären, ob Sie auf Station gehen dürfen. Check. Alter, der fährt immer noch, Mann. Das ist unmöglich. Wir haben einen neuen Schützen, aber der ist in der Salzwüste. Wenn ihr uns nicht verbraucht, würden wir kurz abbrechen und ihn aufsammeln. Gegeben der Tatsache, dass ich gerade zwei feindliche Fahrzeuge vor der Schnauze habe, nein, bitte geht's dir noch. Ja, ich arbeite dran. Halt mal raus, drauf, Dicker, da. Ja, ich muss immer nachladen, Dicker. Dauert immer ein bisschen. Bleibst du, ich sehe keine Einschläge, oder ist es weit für mich? Das ist direkt auf das Ding, jemand. Jetzt brennt was. Wieder Hit, Alter. Was das Ding aushält, das glaubst du nicht, Alter. Boah, jetzt bleibt er stehen, oder was? Das war wirklich. Also, das ist der Falke. Falke. Also, mehrere Treffer mit der 105 trotzdem noch aktiv. Braucht ein bisschen länger. Falke, verstanden. Treffst du? Ja. Punkt genau oder so nebenan? Beides. Mal Punkt, mal einen Meter daneben. Aber ich glaube, jetzt ist er hochgegangen. Oder? Nee, das ist bloß das Haus hochgegangen. Zivile Gebäude sind Verbündete, wenn ich das weiß, gell? Ja, das funktioniert hier aber nicht. Jetzt fährt er einfach weiter. Der war genau drauf, das interessiert ihn nicht, Mann. Das sind die kleine Explosion da? Das war ich gerade, aber die sind ausgestiegen. Dismount? Ist wieder eingestiegen, ich denke, da ist gerade ein Zeus am Werke. Ja, Dismount, glaube ich. Der steckt ja, aber wieder ein. Halt mal mit der Bofors drauf, wenn ich das leer sehe. Adler hört. Okay, explodiert. Seit das Fahrzeug ist down, ihr könnt auf Station gehen, vielen Dank. Immer gerne. Alex? Ah. Ja. Was hast du gemacht? Dumme Dinge. Sehr gut. Okay, mal in deiner Position, die Salzwüste ist ein bisschen groß.
236182, ich kann euch dann mit Raum erkennen. Check. 236. Benny, sag mal, guck mal, ob alle Geschütze nach oben gucken. Wenn ich lande und eins das Boden berührt, dann macht's bumm. Ja, ich gucke, lass die nach oben gucken. Ja. Gucken alle nach oben. Danke. Siehst du den Rauch? Ich sehe hier nämlich gar nichts. Nee. Komm mal zum Co-Piloten sitzen, dann kannst du vielleicht was spotten. Ja. Du guckst nach hinten gerade. Hä? Du guckst nach hinten, oder nicht? Hey, ich bin vorne im Co-Piloten sitzen und guck nach vorne, Mann. Okay, aber vom Radar zeigst du an, ob du nach hinten gucken würdest. Kannst du mal sagen, er soll Smoke schmeißen, wir können ihn jetzt auf jeden Fall schon spotten, also könnten wir. Alex, Smoke heraus. Also wenn er jetzt weiß wird, Smoke steht. Dann krieg ich eine Krise. Ich sehe. Ja? Ich hab's gesehen. Ach ja, da der Grüne, perfekt. Ja. Von den 105ern ist die Hälfte jetzt weg. Ich habe noch 50 Schuss oder so, ne? Ja. Von den einen Bofa sind noch 150 und von den anderen immer noch 90. Was ist der andere? Was ist der andere? Die 90 sind die mit T, ich denke das sind die Panzerbrechenden. Okay. OPZ an Falke. Sind eh Falke, die sind auch da. Ja, stimmt, ja. Frage, Status, Feindlaptop? Feindlaptop noch nicht gefunden, Compound wird weiter durchsucht. Ah, da rennt er. Da ist er wieder! Guten Morgen! Morgen! Was hast du angestellt, Alter? Ich bin beim Sitzswitchen auf E-Check gekommen, scheinbar, oder irgendwas, keine Ahnung. Oh Mann, du hast die ganze Action verpasst, oder? Weil ich verwirrt war, kurz aufgeregt und dann auf den Boden aufgeklatscht bin und tot. Geil. Weißt du, ob wir irgendwann die Möglichkeit haben, Munition zu holen? Kannst du mal gucken, wie viel Bofa du noch genau hast? Ich habe jetzt noch 44 Schuss 105. Ich habe 150 GPR Tracer, ist wahrscheinlich High Explosive und 50 AP Tracer. Ja. Wie sieht der GAU aus, Benny? Die GAU sieht noch gut aus. 3,7000. Also. Okay. Du hast immer noch fast 4000 Schuss. Aber ich habe, wie gesagt, die auch nur kurz gegen den Heli verwendet und irgendwo in den See verschossen und nirgendwo hin, wo es eigentlich sinnvoll wäre. Was sind wir denn? Wir sind immer noch Organisation. Oh. Ja. Ja, wenn wir Waffen da wieder mal noch drehen. Ja, ja. So. Jetzt Tag? Oh ja, es wird Tag. Ja. Was? Wow, was geht denn hier ab? Warum habe ich einen 180 Spin gemacht hier? Ich habe keine Ahnung. Jo. Turbulenzen ja, halt hier oben, Alter. Nee, weil wir gelandet sind und dann mache ich jetzt auch alleine diese Autovaktorung wieder. Ja, okay. Dann hat immer gesagt, wir machen mal die Propelle nach oben. Hübel, lustig. Ich mag das Ding nicht. Wo ist denn das Pyrgos? Da wo die Rauchwolke ist da hinten. Links von uns. Achso, da. Ja. Wo ist das Pyrgos? Ja, das ist Pyrgos. Ah, ja. Ja, da wo ich gerade 30 Schuss auf irgendeinen Tank geschossen habe. Der hat sich auch nur gedacht, es regnet Steine. Also die Fahrzeuge um den Komplex sind inaktiv, oder? Die Wärme-Build-Up. Ja. Ja, die sollten wir eigentlich alle ausgeschaltet haben. Es gab zwei EFVs, ja.
mit dem LKW bei, oder was ist mit dem LKW neben der Flug SAM-Stellung? Warte, ich lese mal. Wo lässt er denn? Ach, sehe ich nicht. Guck mal, ob wir unsere Jungs finden. Ich glaube, die haben eine Bürogruppe, aber geben wir auch keine Antwort. Alles klar, ich... Nee, ich habe noch keine Sicht direkt auf Bürger, aber... Ja, lass jetzt. Hab ich das? Ich... Die Infanterie aus... Bürger ist unten, Danny. Ja. Ach ja. Ich hab Sichtkontakt auf 5 Personen. Warte, ich dachte, wir haben die Infanterie. OBZ, hier Falke. OBZ hört. Wie ihr weißt, Compound durchsucht, kein Laptop gefunden, jedoch eine Arbeitsmappe und einen verängstigten Wissenschaftler. Break. Das erklärt die 5 Personen. Wissenschaftler und Arbeitsmappe deuten darauf hin, dass der Laptop in einem Militärcompound mit großer Schutzkuppe im Nordosten meiner Position ist. Marker auf Karte wird gesetzt. Ende. Das ist da, wo die Militärfallanlage. Mit einem R4 das Ding oder was mit der Kuppel? Nein, nein, denk nicht. Das ist das direkt. Das ist von Bürgers. Ja, okay. Da wo der Heli war. Ja, ja. Ja, ja, da sind einige Leute. Und daneben ist auch noch ein Compound mit Leuten. OPZ, hier Falke, meine Intention ist es, sobald der Blackfish wieder on Station ist. Wir sind on Station, kannst du sagen. Adler für Falke. Also verstanden, hilft nichts. Muss. Falke ruft Adler. Wie weiß, Adler wieder on point. Verstanden, haben Sie meinen Funkverkehr mitgehört? Über diese Militäranlage mit der Kuppel, ja. Genau, mein 4-Mann-Team verlegt gemäß eingezeichneter Route demnächst dorthin. Okay, ich sehe keine Route. Okay, komm, pass ihn. Hi. Falke für Adler, Biert weiß, wir haben mehrere Infanteriekontakte innerhalb des Militärkomplexes sowie eine Patrouille außerhalb nordwestlich. Verstanden, wenn es geht, markieren Sie uns das, wir sind in Kürze unterwegs zu Fuß. Adler hat verstanden, können wir die Ziele außerhalb des Komplexes engagieren? Negativ noch nicht, ich möchte nicht, dass die wissen, dass wir kommen. Kriegt ein Signal von mir. Copy. Ich hab mal ein bisschen markiert, so das, was ich gesehen habe. Ich hoffe, es stimmt. Kannst du nochmal rüber gucken? Oh. Ja, wir haben noch ein paar mehr. So, die Tower sind eigentlich alle besetzt. Ja, ja, ich dachte das. Tigrisse zerstört. So, wir haben einen Dismount garantiert, den anderen haben wir. Ne, da sitzen noch Leute hinten drauf, aber die können auch tot sein, ich weiß es nicht. Also, sind die aber zerstört oder nicht? Garantiert, beim anderen bin ich nicht 100% sicher, aber korrekt. Der hat sich nicht bewegt. Also ich nehme an, dass zumindest die Crew tot ist. Okay, dann bitte Marker ein bisschen sauber machen auf der Karte. Okay. Oder wenigstens diese Adler großen Kreisdeck machen. Adler hört. Infanterie verlässt jetzt den Regierungskompound Richtung Nordosten. Check. Wir gucken mal auf eure Route, was ist. Ich habe Marker aktualisiert. Benny? Ja? Kannst du mal ein Auge auf das Komplex halten und Alex? Ich such die Leute, ja. Ja, guck mal so voraus, ob die was haben. Ich markiere weiter die Leute, die ich sehe. Das sind jetzt hier 8 Mann. 50 Meter vor ihnen befindet sich eine Feindpatrouille. 6 Mann stark. Erkannt, vielen Dank. Adler, Sie haben Feuerfeldgrabe auf die Patrouille, scheiße auf zivile Gebäude. Okay. Benny, kein Blumenblut, das ist sehr nah an unsere Männer. Machen wir ja, genau. Ja, ja. Phasemarke steht nur GAU und vorsichtig. Ja, ich komme nicht so weit runter. Benny, die sind in der Stadt, unsere Jungs, in der Stadt. Ja, welche soll ich da angreifen?
die Lasermarker. Laser gemarkte Ziele. Bleibt den Lasermarker an. Jupp. Halten, halten, halten. Jo, der eine ist zu nah dran, der ist vorne an der Mauer. Da würde ich ungern nochmal. Wie viel gibst du nur am Leben? 3 sehe ich bei Mauer. Okay, alle tot. Adler zu Fallgebiet weiß, alle 6 Mann sind tot. Negativ, da sind noch Kontakte aktiv, weiter rechts. Wo denn? War da rechts auf der Straße der da? Marker, das ist links vom Marker, rechts vom Marker. Jo. Weitere Kontakte des Bordes zu bekämpfen. Verstanden, Falke hat 2 Mann down, wir gehen wieder in ein Gebäude rein, versuchen die noch zu retten. Falke hat 2 Mann down, die sind schon zurück im Gebäude rein. So, Fahrzeug kommt da ran. Und. Start. Normales. Ach nee, die Scheiße, da ist eine Waffe oben drauf. Ja, es sieht aus wie ein 50. Techni? Technical, genau. Ja, gerade auch mit der Warforce oder mit der GAU. Mit der GAU. Bleib bei der GAU erstmal. Ja. Adler hier, Falke. Ich habe Audiokontakt auf dem Gefahrzeug. Dort ist in meiner Position. Adler bestätigt, wird bekämpft. Und macht euch bitte in Gottes Namen aus, wir haben Long Range funkt. Was sollen wir machen? Wir sollen ausmachen, wer funkt. Achso, ja. Wenn ihr kurz abbrechen. Jo. Ja, dann nimm Alex so den Funk. Wo lohnt sich sprechen? Kriegst du den mit einer 40er ausgeschaltet? Ich treff den da kaum, dass der. Falke ruft Adler, das Fahrzeug nicht bekämpfen, wir sind im Gebäude, das direkt. Okay, okay, okay. Nevermind. Ah, da ist bestanden, Fahrzeug wird nicht weiter bekämpft. Bekämpfung jetzt wieder freigegeben, ist öffentlich weggefahren. Okay. Adler nimmt die Kämpfung wieder auf. Runter, Alex, runter. Runter. Ah, ja, okay. Ach so, auf Leute, macht Action! Ja, 2,9 Kilometer, ich schieß nur irgendwo hin gleich. Alex, weißt du, in welchem Gebäude die sind? Unsere Jungs? Ich bin dem, wo das Fahrzeug daneben ist, sonst hätte es sich schon geflamed, okay. Okay, dismount einer, aber ich glaube, der guckt bloß, ob das der Tank da noch lebt. Ja, kurz abbrechen. Bin runter auf 3300 Schuss. Also noch genug. Alles klar. Ja. Kannst du uns von der Höhe ein bisschen niedriger ziehen auf 2000 oder darfst du das nicht? Ja, kann ich machen. Das sind aber ein bisschen weiter im Kreis, vielleicht kriegst du dann nochmal ein bisschen mehr Stay-Zeit. Ja, aber da kannst du nicht so schön zwischen den Gebäuden auf die Straße gucken, deswegen. Dachte ja, ich mir, aber okay, wenn ihr wollt. Wir haben halt Maximum 024, ne? Also jedenfalls ich mit meiner GAU und das ist dann schwer okay. Alles Höhe von 1,7 leider. Klar. Beim Benzin ist auch Hälfte. Okay, ja, ich sehe. Okay, da ist irgendwas explodiert, die sind aus dem Fahrzeug da ausgestiegen, Max Mustermann, wo es gilt. Soll ich weiter auf das Fahrzeug einschießen, oder? Im Moment nein, bewegt sich nicht. Erstmal nicht, ich sehe gar keine Ziele momentan. Ja. Okay. Ich sehe überall ein paar Leichen. Wenn nichts mehr gesehen wird, dann funk mal Alex die an, dann wir müssen mal zurück zum Träger und mal aufmunizieren. Ja, da ist neben dem Gerobgebäude. OBZ hier, Falke. OBZ? Wir advise, wir haben einen AKIA, können Sie uns als Enemy killed in action. Moment mal, war gar kein Enemy. Moment, ich komm nochmal. KIA. Warte, ich muss kurz in. Das ist C-Set, okay, ich habe neben dem Fahrzeug. Wir haben einen Verbündeten, der gestorben ist, bräuchten einen Halo Reinsert. Die drei da oben oder was? Einer direkt daneben, einer ist gerade rechtzeitig weggelaufen. Aber da sind noch drei weiter oben. Moment, Frage, wo soll der ungefähr getroffen werden? Ja.
Falke von OPZ. Ja, Moment. Jetzt fucking witzig, ankommt. Marker reinsert wäre eine ganz gute LC, die ist relativ nah an uns dran. Schießt doch mit HE, ist sicher? Ich schieß mit HE. Was sind denn die vier Leute daneben? Das sind doch nicht unsere Jungs, oder? Nee, das sind nicht unsere, das ist Lisbeth, das habe ich mit. Ja, dann gehe ich da mal rauf. Warte. Ja gut, ich glaube, ich hab's ja alle. Keine Ahnung, was das war, das glaube ich, keine Ahnung. Wenn das jetzt unsere Jungs waren, dann lache ich. Aber die sahen nicht so aus. Aber da könnten sie nicht sein, weil da werden sie direkt an Feinden vorbeigelaufen. Also die müssten ja irgendwo in diesem langen Gebäude sein. Soweit ich weiß. Hey Alex, mach mal Funk. Wir müssen mal weg. Jo. Falke für Adler? Ja, Falke. Es sind auf ungefähr 30% Munition, Sprit auf 50%, würden demnächst rearmen, wenn wir wieder. Ihr habt verstanden, Feindlage lässt das glaube ich gerade ganz gut zu, dann ATB, vielleicht könnt ihr auch dann unseren Kollegen gleich mit einfließen. Jo. Wir haben doch hier einen Platz, der kann auch rausspringen von hier aus dem Cockpit, oder? Adler hat verstanden, Adler ist ATB. Also rein theoretisch könnt ihr da vorne als Co-Pilot und dann rausspringen mit dem. Ja, schauen wir mal, vielleicht kriegt OPZ das mit oder vielleicht haben sie ihn schon irgendwie verdeckt. Danny. Ja. Falke von OPZ. Bitte nicht wieder. Ist so viel Monster drauf. Frage, wo sollen Nachschubkräfte ungefähr getroffen sein, werden? Bitte, Alter. Jetzt ja. Wenn Alex weiter das ist Caesar, dann schieße ich da drauf. Frage, Funkspruch vor 3 Minuten nicht angekommen bezüglich Landezone. Negativ nicht aufgenommen. Landezone mit Marker reinsert. Romeo Echo India, November Sierra Echo Romeo Tango. Circa 200 Meter westlich meiner Position, Falke 0443. Ende. Oh, Scheiße. Gesehen, ja. Ja, nee, das war gerade ein bisschen ein Kommunikationsding, weil ich hatte nicht gehört, dass du über ein anderes Squad redest als ich. Das war dann. Ja. Glücklich ausgegangen, dass es tatsächlich sie war. Also, wenn du jetzt wie gerade eben von der Höhe bleibst, war das quasi perfekt. Ich konnte auf 2 Kilometer zeroen und hab fast punktgenau getroffen mit der GAU. Jo. Ich weiß nicht, deine Granaten haben zwar ein bisschen gedauert, aber die sind auch ziemlich gut auf den Punkt gekommen, oder? Ja, die waren auf jeden Fall besser. Also, der zweite. Alex, komm mal nach vorne. Ja, komm her. Und halt mal den Carrier in den Augen, nicht dass wir eben wieder mal was passiert. Ja. Die Carrier wird angeguckt. Ich gucke. Ja, guck mal, Kollege. Ja, meine Konsole vor mir ist so groß, dass ich nach unten nicht sehen kann. Ja, ich guck extra durch die Kamera unten, damit ich die Unterkante sehe. Soll ich mal die Waffen wieder nach oben machen? Ja, bitte. So, die eine, andere Gunner. Und wer Pipi machen muss, kann schnell gehen, wenn wir gelandet sind. Aber aussteigen vorher, oder? Ja, wenn wir gelandet sind, sag ich ja. Ja, gut, dann steige ich aus und hol mir was zu trinken. Das ist nicht Pipi machen. Ja, aber Bier muss ja, ist das Gegenteil davon, weißt du? Heute ist nicht Gegenteiltag. Ja doch, im Endeffekt schon. Wir haben gesagt, wir machen Blue on Blue und wir machen das Gegenteil, also. Also Alex, ich sehe den Carrier überhaupt gar nicht gerade. Ja, der ist gerade direkt unter uns, 200 Meter. Okay. Nicht ganz direkt unter uns, aber ziemlich unter uns. Ungefähr. Okay. Boah! Der war nicht so schnell. Nein! Und schau. Abschätzen! Was machst du, Alter? Benni! Ja, gibt's hier eine Leiter? Wo ist eine Leiter? Gute Frage.
Da fliegt die Drohne. Scheiße. Ist Alex noch rausgestiegen? Alex tot! Scheiße! Ja, komm. OPZ, können Sie uns mal eine Leiter runterwerfen? Mann, das sah so schön aus, die ganze Mission. Ich respawne. Ja, gut. Mann, ey. Was mit Riam? Scheiße, ich musste husten, mein Hals war so steinhart. Ja gut, dann habe ich aber jetzt Zeit, mir was zu trinken zu holen, oder? Ja. Bin gleich wieder da. Ja, da. Wenn ihr geht mal von der Stadt runter, da kommt die Drohne. Nee. Ja, bis gleich. Jetzt hat einen Haken. Wow, okay. OPZ, hier Falke. Jo. Danke Gott. OPZ, hier Falke. Oh yeah. Ey, soll ich euch mal was sagen? Das Aufmunitionieren ging ganz schön schnell. Wie schnell die hier diese Kugeln reingestopft haben, hey. So macht es die Air Force immer. Einfach, wenn die Munition alle ist, das Ding im See versenken. Neues Maul! Da kommt Neues von China geliefert. Alles China-Ware. Kann ersetzt werden. Das meine ich mit dem unter 60% Schub. Du fällst instant wie ein Stein und dann ganz vergessen, wieder Vollschub zu geben. Ja, ja. Das ist mies, aber was soll man machen? Ja, das ist auch scheiße, auf dem Carrier zu sein. Wäre es Land, dann konnte ich ja nach unten sehen. Da kann ich auch fühlen, wie wann ich Schub geben muss oder nicht, aber auf dem Carrier kann ich nichts sehen. Versuche einfach nächstes Mal der Länge lassen. Fuck ja. Ja, ja, ja. Nächstes Mal heben wir auch mit dem Katapult. Er siehst du, war doch viel schneller wie Bane, es wird gesagt, viel schneller als jetzt manuell. Ja, gut. Ey, mein Blick ist leer, hier hast du 9. Nein, wir reden nicht darüber im Debrief. Das war eine Engine Failure, ja, von Motorausfall. Ja, ist klar. Nee, eigentlich war das bloß ein Bug, die Fehlermeldung, dass wir gestorben sind unten, die ist nie gekommen. Ja, das war der 1. April, Alter, 1. April. Ja. Ja, bei uns ist der 1. April heute, also können wir das. Nach türkischer Zeit. Ja, mit 2 Stunden Unterschied, ja. Dann war 1,7 Kilometer Höhe gut. Ja, ja, ja. Du kannst auch auf 2 gehen, also wir können 0 bis 2,4 quasi. Ja gut, ich glaube dann zwischen 1,7 und 2 dann. Genau. Ja, Alex, hast du C-Tap, gell? Ich hab C-Tap. Kannst du mal gucken, wo die Jungs sind? Weil ich, wenn ich C-Tap anmache, dann geht Schub auf 0. Warte. STGH war das, ne? STGH, ja. Das Problem ist, solange ich in dem Fahrzeug sitze, kriege ich keinen Blufa-Tracker aus irgendeinem Grund. Ja, die du, ich krieg auch keinen Blufa-Tracker. Vielleicht ach, hat Paul keinen, weil ich hab keinen Blufa-Tracker nur von der Drohne gerade. Nee, also Paul hatte bestimmt einen. Glaube ich.
Weil ich hab mal kurz mal HQ gesehen. Dann HQ war Bernie. Achso, der hat Report dahin, okay. Ja, dann. Adler mit Falke. Falke hört. Wir sind wieder in Orbit. Was ist ja eure Position? Ich hab dich Kontakt. Gebt mir 2 Minuten, dann markiere ich. Hast du also jetzt nicht auf den Laser schießen. Laser ist gerade Position. Ja, ja, ich kann eh nicht sehen, so weit nach unten. Ja, warte mal. Es ist scheiße wegen No-Fly-Zone. Ja. Es ist wirklich scheiße damit. Ich sehe ein Fahrzeug bewegen, es südlich vom Compound. Ich hab die Sicht. Ja. Ist ein LKW. Ja. Aber wir haben momentan Adler hier, Falke, meine Position, Falke 04 irgendwas. 0453. Adler hat verstanden, Adler Bierwehr, wir haben einen feindlichen Truppentransporter außerhalb vom Compound Richtung Nordwesten unterwegs. Direkt am Haupteingang jetzt. Fährt dran vorbei. Ich brauch wirklich einen Zweckeier, Alter, das nervt langsam. Ja, Mann. Natürlich kann ich dir nur empfehlen. Ja, die sind aber scheiß teuer in der Türkei. Ja, du kannst aber auch selbst eins basteln, hol dir eine Playstation Cam, fertig. Ja, denke ich mir auch, aber ich bin nicht sicher. Hast du noch ein altes Handy rumliegen oder so? Es gibt mittlerweile auch eine App, die das ganz gut macht. Was rumliegen? Ein altes Handy rumliegen mit einer Kamera einfach. Nee, alles im Müll. Okay. Also Fahrzeug bricht jetzt in den Compound ein. Ja. Wir haben einen Squad in den Compound daneben. Kann ich auch nochmal markieren. Ein Squad hier, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Oh, ein Squad habe ich da. Ja, gut. Was sollen wir eigentlich jetzt hier machen? Wo sind denn unsere Jungs jetzt eigentlich? Sind sie schon auf dem Weg? Die sind auf dem Weg. Die waren gerade markiert. Ich will wieder sich Kontakt herzustellen, sorry. Okay. Nein, das ist das feindliche Squad. Wo ist unser Squad? Die waren bei Falke 0435 wahrscheinlich dann gerade, ne? Ja. Hab sich Kontakt, wird unser feindliches Blufer wird markiert. Ach, da unten, okay. Bildung ist gewiss. Okay. Ja, bis auf den einen Squad dann neben dem Compound haben sie eigentlich freie Bahn, so wie es aussieht. Kannst du denen fast mal sagen? Problem ist, die sind gerade total auf offener Fläche zu dem Watchtower, also die kommen da gerade nicht kurz. Ich kann das Squatter auf jeden Fall ausschalten, theoretisch. Adler, hier Falke. Es bewegt sich auch zu denen jetzt, das Squatter. Adler, hört. Frage, sind sie schon wieder on station? Ja, hab ich schon gesagt. Positiv, Adler ist on station. So verstanden, wie advised, wir sollten als nächstes in den großen Military Compound reingehen und in einer Kuppel soll dieser Laptop sein. Was ich sehe, sind die ganzen großen Türme in dieser Basis mit reichlich Infanterie besetzt. Euer Job wäre es, dass ihr die Türme einfach mal dem Erdboden gleich macht. Okay. Ja, das verstanden. Türme werden engaged. Okay, warte mal, Benny. Verstanden, der kann durchweg. Geh ein bisschen runter. Ja. Erstes Ziel ist markiert, das ist der südwestlichste Turm. Ja, kann gerade nicht. Fixie ist gerade noch im Manöver. So 2-3 könnte schießen, easy. Ganz. Gib ihm 2-3. Ja. Jetzt juckt die da drauf überhaupt nicht. Hast du wirklich gesirrt? Ja, ja. Ich sehe wohl die ganze Zeit nach.
Ich treffe auch die ganze Zeit. Ja, ich sehe keine Anschläge. Fucking Hampton, sind wir auf dem gleichen Ziel? Ja, ja. Ist jetzt der 6. Einschlag in den Turm. Okay, das ist irgendwie buggy, weil ich sehe ja aus der so, jetzt dass er, keine Ahnung, ist eingeschlossen. Ich habe nicht einen Einschlag gesehen. Ich habe auch keinen gesehen von hier. Ich habe alle gesehen. Vielleicht müsst ihr mal eure Details höher stellen. Wird gelaced, der nordöstliche Turm. Nordöstlich, da unten, okay. 2,2 Kilometer, ja, das sollte auch easy gehen. Oh yeah. Hast du den Einschlag gesehen? Nee, ich habe jetzt nur den Typen rumfallen gesehen, aber völlig ohne Grund sozusagen aus meiner Sicht. Okay, auch bis er einstürzt wieder. Dann wollte ich noch 2-3 ja Schüsse. Fahr ihn einfach weg. Oh, der war drunter. Und eingestürzt. Das ist ein Fahrzeug, was sich bewegt, das ist aber unbewacht. Ja, okay, das ist der nächste Turm da, ja. Das ist der letzte Turm, ja. Das ist fast ein bisschen hoch, aber ich treffe gut. Die Position ist super. Wir sind gerade Punkt 2 Kilometer über See. Ja. Paul, guck auch ab und zu mal auf die Einschläge, dass er auf das Video hat. Und eingestürzt. So, Fahrzeug bewegt sich auf die Jungs zu. Falke Adler, Ziele bekämpft, Fahrzeug bewegt sich in ihre Richtung. Unbewaffnet. Unbewaffnet, das Feindfahrzeug. Fahrzeug auf zu kämpfen, bitte. Gau, bitte. Eine leicht gepanzerte Fahrzeug mit Gau. Jo. Vorfuß kannst du auf Infanterie lassen, so Infanterie. Ja, scheiße. Was glazed? Ja, ich hab viel zu tief geschossen. War noch zu weit weg, aber ja. Okay, du siehst das hier, ich nehme den Laser runter. Ja. Fahrzeug bewegt sich sehr schnell. In die Stadt rein. An den Jungs vorbei, glaube ich, ne? Ja. Geh mal auf die 40 und versuch mit der 40. Ja. Adler hier, Falke. Adler. Dismount. Wir haben das Fahrzeug gesehen, scheint unbewaffnet zu sein. Ich hab mich unterscheucht. Weiter auf die Basis gucken, bitte. Jo. Ein Typ ist dismounted, ja, und 90% davon sind tot. Da sind jetzt noch 2 in der Stadt. Okay, ich guck auf die Stadt. Der Truck hat Truppen abgesetzt. Aber jetzt kann ich mich nicht. Das sollte unser Squad sein da. Könnt ihr einen anderen Eingang in den Militärcompound sehen, außer den Haupteingang im Norden? Negativ. Ich kenne das Ding da, kannst du nicht schreiben. Kannst rüberklettern, aber sonst nicht, nein. Ja, ja, ich weiß. Negativ suchen, alternativen Eingang. Ich kann mal vielleicht finden, irgendwo eine Möglichkeit, wo sie besser übersteigen können. Ja, quasi jede Mauer, oder? Nee, im West-Südwest-Mauer wurde Turm eingeschüttet, das soll, da sollte tiefe Mauer, tiefe Haberen sein. Okay. Da könnt ihr theoretisch reinkettern. West-Südwest, ja, da unten, ja. Also wurde gerade unten geguckt, genau. Da, wo die Baracken sind, meinst du? Genau. Ja. Ja, aber da ist auch noch die Mauer ringsrum. Daneben ist halt die Mauer nicht mehr, genau. Ja, kannst du sagen, du kannst an manchen Stellen über die Mauer klettern, wo keine Steinmauer dahinter ist, andernfalls... Ja, da, ja, okay, das
okay, lass mich uns kurz gucken. Jo. Falke für Adler. Da ist ein Riesensquad an der Kante. Mal gehört. Kein direkter Eingang, aber eine bestmögliche Möglichkeit zum Einsteigen wäre südwestlich zwischen zwei kleinen Wachtürmen. Verstanden, südwestlich zwischen zwei Wachtürmen. Habe ich Feuererlaubnis auf das Squad an der Ecke unten? Wie es weiß, die Wachtürme sind aber noch besetzt. Dann weg mit den Wachtürmen bitte. So standen Wachtürme, wenn sie standen. So, das war der erste? Nee, die ist nicht in, der gläserte. Ach so, okay, ja, sorry. Und der da unten an der Ecke, alles klar. Go ist präzise anscheinend. Ja, wenn du auf unter 2 Kilometer bleibst, ja. Adler, hier, Falke, einmal kurz durchgeben, wenn ihr fertig seid. Fertig. Achso, ne, den dann noch, okay, nevermind. Benny. Was denn? Alles gut. Der war gelasert. Das hat sich noch gebracht. Okay. Nee, weil du in dem Moment sagst, das Wachturm ist zerstört und bin ich schief, deswegen. Ist okay. Ist nicht so wild. Nee, für mich ist es scheiße gerade, aber versuch professionell zu bleiben, dass wir, das ist ja ein Test eigentlich mit dieser Waffenplattform, ja, das machen, ja. Dass wir diese Spooky reinkriegen in den Modpack. Deswegen. Okay, da rennt ein Typ. Da rennt ein Wissenschaftler genau unbewaffnet auf die Jungs zu, gerade irgendwie. Der wurde gerade von irgendwas beschossen. Mir geht's eigentlich nur darum, ob das Ding überhaupt funktioniert, aber ja, müssen wir uns erstmal rein. Die Wachtürme sind auf jeden Fall matsch, ja. Ja, die schießen auf die Jungs gerade. Und der Wissenschaftler rennt da zu denen gerade irgendwie, ne? Ja. Soll ich da unten auch nochmal drauf schießen? Nein. Lass mal. Solange sie uns keinen Feuerauftrag für das geben, ist es erstmal. Yep, yeah. Benny oder Alec, wie sieht's mit dem Heli aus? Der Heli ist Geschichte. Achso, wurde. Der ist schon tot, ja. Das Scheiße ist, ich kann zwischen Alex Laser und feindlichen Fahrzeugen, egal Luft oder Boden, nicht. Also das sind dieselbe Markhafte für mich. Ist so ein Kreis mit Mitte ist leer, auch der Laser, auch die Fahrzeuge sind in Kacke. Ja. Da ist jetzt noch eine Infanterie an der Ecke, läuft jetzt hier los. Falke, wir bringen den Gürtel in den Compound rein. Ende. Jo. Ich mach ein bisschen Abstand. Was hast du gesagt, Alex? Ich hab nur durchgefunkt, dass wir verstanden haben, dass wir jetzt im Compound sind. Von mir. Über Laser. Sollte das nicht ein roter Punkt sein eigentlich? Ja, auf dem Hub, auf diesem Ü-Menü, ja, auf dem GPS, was denkst du, aber wenn ich gerade runter gucke, sehe ich Punkte, feindliche Fahrzeuge, wo Benny gerade zielt, und da sehe ich auch dann Laser, aber das ist dasselbe Marker, also dasselbe Symbol wie feindliche Fahrzeuge. Okay. So ein grüner Punkt in der Mitte ist leer, das ist ein bisschen blöd eben. Jetzt haben sie ihn ausgeschaltet. Kann ich noch immer noch manuell feuern? Oh, ich kann. Da crawlt noch einer rum. Da ist eine Leiche. Ja. Ein Spaß scrollt noch vor dem Haupteingang rum, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus für die. Jetzt sind sie da hinten auf der Mauer. Da vorne sollten sie rein können, wenn sie jetzt ein Stückchen weiterlaufen. Sieht auch keine Kontakte für die drin. Genau vor uns, Alex, circa 1,5 Kilometer, genau vor uns, jetzt ein bisschen rechts, also circa, oh, Leco mio, nord-nordwestlich, sehen einen neuen Punkt auf der Karte, auf meinem GPS, also Sensor.
kann ich aus dem Winkel aber nicht. Der Truck bewegt sich. Er kann auch vielleicht der Checkpoint sein. Ein Fahrzeug am Checkpoint kann auch sein. Der Truck bewegt sich gerade im Compound. Okay, jetzt nicht mehr. Ist gegen die Wand gefahren. Die Jungs sind auf jeden Fall unten bei den Schweinchen. Der Truck ist wieder gegen die Wand gefahren. Ja. Komm, einmal geht noch. Nee, jetzt hat das rausgeschafft. Nee, jetzt rausgeschafft. Ja. Frag mal, ob wir das LKW bekämpfen dürfen. Nicht, dass da was Wichtiges abbaut. Ja, ja, ja. Ja. Falke gerade. Mal gehört. Haben wir Erlaubnis, feindlichen LKW außerhalb des Compounds zu bekämpfen? Positiv. Hast du den Mann gehört? Ausgeschaltet. Hört jetzt. So. Jo, die sind schon, die sind gleich an der Kuppel da schon. Nur noch ein Zaun dazwischen. Feintechnisch crawlt da einer an dem weißen Hauptgebäude rum. Ja, ich kann da kurz. Aber sonst sieht's ganz fresh aus. Lustig, bis meldest du den denen. Ah ne, da muss noch irgendwo was sein. Ich sehe. Ja, okay, hab ich. Auch mal ganz schön, sich das von oben anzugucken, so, oder? Falke für alle. Da ist ein AT da drüben, zwei noch. Komm, gleich um die Ecke. Oh Gott, zum Rücken von den Jungs. Nein, bitte nicht. Ja, 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 komm schon. Ich hab's auf die Ecke. Nee. Ich glaub, Paul hat's erwischt. Irgendwer ist auf dem Boden und Falk hat sich drin. Ja, ich könnte die Jungs ja rächen, aber dann krieg ich wieder einen Mecker. Kann doch nicht schießen, wenn wir wieder im Compound sind. Das ist Danger Close, Alter. Das ja, ich weiß doch. Wenn ich aber diese eine Bahn da Staub und Asche lege, dann habe ich Spaß gehabt. Haben die den Bleistift? Du musst hier auch ein bisschen schießen lassen. Das hier könnte halt alles, was ich da unten liegt, jetzt machen, aber dann ist es ja auch. Sind wir bereit. Ey, du kannst ihnen sagen, da sind noch weitere zwei oder ne? Ach nee, lass die einfach machen. Einzelne Kontakte braucht man nicht. Ich könnte sagen, wenn der Typ, der wo am Boden liegt, nicht eine Long-Range-Funke auf dem Rücken hätte. Achso. Ja, ja, die haben sie jetzt eh alle ausgeschaltet, super. Haben sie überhaupt Paul gefunden? Ja, ja, sie sind schon dran. Okay, weil wir, würde ich sagen, zur Not auf die 100 gehen, auf die Shortwave und dann anfangen. Ja, ja, ja. Okay, ich zoome nochmal ein Stück raus, scanne nochmal weiteren Kontakten. Doch, die Tigris bewegt sich. Tigris bewegt sich? Okay, fuck drauf, dann nimm die 105er und knall drauf. Dreht sich da die ganze Zeit im Kreis, die dumme Sau, jetzt ist es tot. Das ist so strange, dass ich die Einschläge der 105er nicht sehe. Ja, ich glaube wegen der Entfernung kann man das nicht. Ja, glaub, du musst bei dir in den Optionen. Okay, die 20 Minuten habe ich auch bloß die Streifen gesehen und nicht die Einschläge, also die Kugeln quasi, die Tracer. Ich sehe nur Einschläge von der GAU, aber keine 40, keine 105. Ja, von der GAU sehe ich irgendwann in der Luft mal so einen Tracer-Streifen und dann erst wieder den Einschlag.
Okay, die sind jetzt gleich in der Bubble da drin. Falke für Adler. Ich hab Paul genau in dem Moment angefunkt, weil er scheinbar die Tür aufgemacht hat und umgefallen ist, weil ich gerade eigentlich vor den Infanterie-Kontakten warnen wollte. Ja gut, a little late. Ja, schön. OPZ hier, Falke. OPZ. Notebook gefunden. Wir sind hier im Compound fertig und rücken die Kürze wieder ab. Sehr gute Nachricht. Sehr gut, weitermachen. Adler hier, Falke. Hört. Könnt ihr uns eine Route rausscouten, wie wir am schnellsten und am besten zu unserem Safehouse kommen? Wir haben hier ein paar Verwundete, die haben gerade Priorität. Die Hauptstraße und wir machen den Checkpointplatz. Ja, ist so verstanden. Wir fliegen eine Route ab. Fliegen uns einfach mal nach Nordosten. Wir klären ein bisschen auf und dann... Ja, irgendwas... Warte, wo ist denn das Safehouse? Es ist im... Nerd, in der Stadt da. Nördlich vom im Lagerhaus. Ja, wir haben eigentlich den ganzen Weg bis Chaka Platz, oder? Ich sehe da fast gar nichts. Also auf dem kleinen Hügel da. Ja, ich würde den da an der Küste steht noch ein Gebäude da mit bewaffnet Gedöns und ein paar Leuten, das ist der Checkpoint. Aber da fahren sie ja theoretisch gar nicht dran vorbei. Wenn, den guck mal runter. Wende mal den Safe aus, wenn ihr. Weiter nach oben. Das ist du oben, ja. Da, ungefähr da ist das Safe aus. Ja. Ja, sie müssen eh durch Chakia durch oder außenrum, eins von beiden. Oh. Ja, und gibt's denn Chakia in Kontakte? Nicht wirklich, nein. Das ja, ich würde sie nicht unbedingt durch Chakia, wenn dann nur am Rand vorbeischicken. Ja, aber da sind keine sichtbaren Kontakte zu sehen, keine Straßensperren, kein nix. Das einzige ist der Checkpoint halt. Ja, ich versuche mal was einzuzeichnen. Naja, Checkpoint 2 ist ein bisschen nah, müssten wir vielleicht später ausschalten, kannst du auch durchgeben. Ja, alles klar. Also Checkpoint 1, fahren sie dran vorbei, wenn sie den nicht mitnehmen, andernfalls... Müsst du vorher die Abzweigung nehmen, ne? Genau. Wenn sie hier die Straße hochballern und quasi da... Oder da unten lang, wo du gemalt hast, genau, da ist auch gut. Ich will sie halt nicht unbedingt auf der Hauptstraße lassen. Ja. Adler, hier Falke. Adler, Frage, war da noch irgendwo ein fahrbarer Untersatz, Compound, Militärcompound? Ich glaube nicht. Hier mal rein. Negativ wurde soweit einsehbar alle gekämpft. Mal nochmal. Verstanden, dann sind wir zu Fuß unterwegs Richtung Nordosten. Alle verstanden. Also sie bewegen sich Nordosten, also werden wir schon nicht kommen. Keine Fahrzeuge im Compound? Nö. Also was man benutzen kann? Nee, okay. Alles was der stand ist weg, wurde rumgefahren und wurde deswegen zerstört, ja. Okay. Das ist ein Sack. Ja, Checkpoint 2 schon ausschalten, oder? Auf jeden Fall hast du denen das angesagt? Nee. Also solange sie da jetzt nicht in der Nähe sind, noch keinen Kontakt kriegen, würde ich das erste Mal noch lassen, weil sie sollen ja eigentlich untertauchen. Ja, kann auch sein, dass auf Checkpoint 2 jetzt verstärkt kommt, weil wir draufschießen, dann haben die Jungs mehr Probleme. Ja, ich guck mir den mal kurz an.
Wie sieht der Checkpoint überhaupt aus? Also Infanteriefahrzeug? Ein, so wie es aussieht, unbewaffnetes Fahrzeug, mehrere Infanteristen auf kleinen Verbarrikadierungstürmen hier mit Dingsen und so Edge-Barriers und ich sehe drei Leute und ein unbewaffnetes Auto. Okay, alles kann man mit der Gaube kämpfen dann. Ja, kann man auf jeden Fall. Es könnten noch ein paar in den Gebäude stecken, da sind noch zwei, drei Bunker, aber die sehe ich nicht. Ja, Bunker sehe ich. Vielleicht wird die Checkpoint jetzt erstmal so weit in Ruhe lassen. Ja, ja, ich weiß, ich wollte mir den nochmal angucken. So, und der andere war Checkpoint 1, der war da hinten. Irgendwo. Ja, jetzt kannst du den Checkpoint 1. Der ach da, ja, genau ja. Links. Ja. Nee, kommt er noch nicht ganz hin. Da. Ja, ja. Da weiter unten? Nee, weiter links von mir. Du fliegst richtig, ich komm gleich dran. Jetzt bin ich dran. Da haben wir ein bewaffnetes Fahrzeug, sieht aus wie 50 Kill, aber auch nur drei Leute auf kleinen Türmen und so. Das ist Checkpoint 3, Alter. Checkpoint 1 ist an der Küste auf der Hauptstraße. Na, okay. Weiter runter. Links. Ja, Hauptstraße ist da. Dann haben wir hier wieder ein unbewaffneten Fahrzeug ohne Infanterie. Nee, ich sehe die, seh die Bunkeranlage. Bisschen rechts runter auf die Hauptstraße. Ja, es ja. Ist eine Bunkeranlage, zwei Wachtürme, ein paar Infanteristen. Okay. Wachtürme können wir bitte Gau klären, die Bunkeranlage wird ein bisschen. Ja, ich glaube nicht, dass da was durchkommt. Aber ich denke nicht, dass sie. Okay, ich gebe mal ein bisschen Entfernung und Höhe. Adler, hier Falke. Adler, jetzt. Könnt ihr irgendwie Bewegung um uns herum ausmachen? Nein. Du kannst Sichtkontakt sehen? Mhm. Die sehen nämlich gerade nicht. Ich auch nicht. Muss erst mal wieder gucken, wo ich überhaupt hingucke. Da ist der Fußballplatz, das ist die Küstenstraße. Weiter unten, Benny, weiter unten, nicht nach oben. Ja, ja. Das wackelt ja alles so, Mann. So, wir müssen jetzt hier irgendwann die Straße lang kommen. Negativ, wir können soweit keine Kontakte einsehen vorhin. Verstanden. Ich habe auf dem großen Feld einfach keine Kontakte momentan und. Ja. No. Die Jungs? Nö. Nee, leider nicht. Also ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo sie sind. Wo Gas vielleicht? Kann sie gerade nicht finden. Ja, ich denke mal, die sind im hohen Gras. Ja. Richtung Brücke. Ja, ich denke auch, dass die da in der Brücke sind irgendwo. Ah ja. Hast du? Nö. Ich hab nur Na-Ja gesagt. Ich hab A-Ja verstanden. Achso. Ich hab grad null Movement, fucking hell. Ich auch nicht, Alter. Du kannst ja nochmal fragen, wo genau die sind. Das kann ja bloß die Straße hier sein. Die würden so ja langlaufen. Ich bin vorher an der Tigris gewesen, das ist. An welcher? An der ausgebrannten oder an der nicht ausgebrannten? An der nicht ausgebrannten. Aber das war jetzt schon ein paar Minuten her. Also sind sie definitiv schon über die Brücke rüber. Da fährt ein Fahrzeug auf der Brücke. Hauptstraße, bewaffnet. Hauptstraße, bewaffnet, Brücke. Nee, nee, ist auf der Brücke, ja. Nordwest vom Compound, fahrt zum Compound. Ja, kommt jetzt zum Compound runter, genau. Jetzt weiß ich, habe Audiokontakt auf ein eventuelles Fahrzeug nördlich bzw. nordwestlich meiner Position. Könnt ihr da was sehen? Wir haben Sichtkontakt, ein Technical bewaffnet im Compound, sonst bisher kein Sichtkontakt.
außerhalb im Compound. Wiederholen, im Compound. Außerhalb Compound. Etwas außerhalb in dem Compound mit der Kuppel. Ich wiederhole nochmal, der Audiokontakt, den ich habe, der ist nördlich von mir, nicht südlich. Positiv, unbewaffnetes Technical auf der Straße 044. Bewegt sich Richtung Südwesten. Ja, fährt in diesem Moment an uns vorbei. Bitte nicht engagen, bis es am Compound ist. Ich habe den weiter oben. Ja. Die andere Straße. Jetzt nach links, 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 ein bisschen. Folge die Straße. Da wo der Laser ist. Ja. Und die sind auf der Straße. Ja, die sind. Immer noch kein Wärmebild von ihnen, aber. Adler hier, Falke, Technical außerhalb meines Sichtfelds. Angriff nach eigenem Ermessen. Ja. Verstanden, 3 Kilometer, also. Warte ein bisschen. Gib einfach eine 105er drauf. Bald. Da warte, das eine steht, gib erstmal auf das stehende 105er. Hatte hier Falke, zweites Technical kurz vor meiner Position. Ach da, ja. Gott, wo ist deine Position? Ah, der fährt auf dem drauf, Feld. Drauf. Da ist noch ein Fahrzeug auf der Hauptstraße, bei der, vor der Brücke. Weit unten. Ja, ja, aber warte, das ist gerade Danger Close. Ah ne, es ist hinter Ihnen, okay. Hat sie nicht gesehen. Jetzt habe ich wieder Sicht. Adler hier, Falke, zweites Technical bei Marker Falke 0523. Sofort bekämpfen. Ist das der? Da ist noch ein Technical. Nein, rechts bei mir auf der Straße. Ist glaze, ist glaze. Nicht Hauptstraße, Straße. Welcher Laser? Ich sehe kein Laser. Da ist also Laser. Danger Close, nicht bekämpfen, nicht bekämpfen, nicht bekämpfen. Jo. Jetzt hast du wieder Feuer frei. Dismount. Drück mal noch eine 105er. Jo. Der eine lebt da immer noch, Alter. Das regt mich so auf, Mann. Ich hab mit Fahrzeug springen gesehen, aber ich krieg einfach keine fucking Einstecke. Ja, ein Kontakt ist noch am Leben. Soll ich den ausschalten? Negativ. Okay. Was haben wir denn sonst? Da hinten fahren noch ein paar Fahrzeuge wieder aus dem Camp raus. Da ist ein Heli, ne? Aus dem Camp, was? Da fliegt er. Ja, Transporthelikopter. Fucking hell, wo? Mein Gerät südöstlich von eurer Pausposition. Fliegt nach Norden. Landen, Biertweiß, Falke, Sie haben Transportheli im Süden. Ja, der frisiert mich gerade neu. Der ist im Norden. Der ist im Süden. Ja, das sind doch unsere 4 Jungs da direkt neben dem Heli. Ja, ja. Das ist. Falls du runtergehst, hast du vorher frei. Jo. Aber wenn der meint, er rasiert Paul, dann hat er Waffen und kurbelt er wahrscheinlich noch eine Runde um die rum. Okay, Heli zieht nordwärts wieder. Und wendet. Ja, der schießt da auf die Jungs auf jeden Fall. Da ist ein Fahrzeug auf der Hauptstraße. Bearing 270. 270. Ja. Sie.
Unbewaffnet? Feuer frei nach eigenem Essen. Ja. Okay. Gutes Stück weiter vorhalten. Ja, ich konnte nicht weiter nach vorne halten. Ich dachte, okay. War Winkeltechnik. Heli gelandet, Danny, Heli gelandet. Oder? Ada hier, Falke. 145 ausgeschaltet. Also ausgeschaltet, okay. Ich stehe nur den Rauch, dachte ich. Ja. Weiter oben, Danny, ja. Wir dürfen ihn aber jedoch gerne zerstören noch. Ja, Explosion. Ich habe wieder fast einen halben Tank. Also noch weiß Bereich, noch nicht orange. Ja, muss noch reichen erstmal. Ja, ich bin bei 3/4 mit der GAU und bei 3/4 mit der 105er. Also alles cool. Setze den Laser auch mal. Mann, so am helllichten Tag ist mit der Thermalsicht ziemlich scheiße. Adler hier, Falke, wir sind wieder in Bewegung. Adler hat verstanden, also ich kann verziehen. Hier ist nicht so ganz geil mit dem Thermal am Tag, das sieht nee. Du siehst nichts außer die Thermaldinger. Das ist außer der Zug halt direkt auf sie drauf, oder dann hast du halt keine Awareness. Ja. Weißt du, Wärmebild auch scheiße? Ja, genau, das meinen wir ja. Wenn du im Wärmebild am helllichten Tag, du siehst nichts mehr. Alles schwarz, außer halt die leuchtenden Punkte. Achso, ich wollte Infrarot fragen, sorry. Ja, Infrarot ist ziemlich genau das gleiche. Du siehst halt auch nur noch Umrisse, aber vom Gelände nichts mehr. Siehst noch Gebäude ein bisschen besser als bei Normalthermal, aber sonst. Ja, das ist nicht mal das Problem, was ich habe. Das Problem ist, dass ich halt die ganze Zeit die Infanterie verliere. Ja. Wenn ich halt versuche, mir irgendwie Awareness zu schaffen, was halt sonst um sich rumbewegt. Korrekt. Da musst du erstmal deine Infanterie wieder mit dem Feindkontakt finden und dann, Ja, Mann. Haben wir noch einen R-Kontakt? Ne, den Heli hat man ausgeschaltet, oder der wurde ausgeschaltet. Ey, auf dem Radar, meine ich. Ja. Da kommt ein R-Kontakt. Da kommt ein Heli an, direkt wo ich hingucke quasi, ja. Bearing 210. Da wurde zwei Technik gemacht. Warte mal, Benny. Landet der da? Adler, hier Falke, zweiter unbewaffneter Transporthubschrauber in unserer Umgebung. Ja. Adler hat verstanden, wir kämpfen sobald möglich und außerhalb ihrer Bereiches. Okay, jetzt kannst du schießen. Ich glaube, du hast ihn erwischt. Ja, am Heckrotor der dann. Adler hier, Falke, Feuer einstellen, bekämpft. Das nenne ich bekämpft. Ja. Adler hier, Falke, südlich meiner Position, bewaffnetes Technical. Was ist das? Nee. Adler hat verstanden, südlich ihrer Position, bewaffnetes Technical. Doch, das ist das, aber das ist nicht bewaffnet. Wenn sie sagen bewaffnet an, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ist doch, kann doch nur das sein, oder? Ja, das, ja. Ich sehe noch ein Fahrzeug, Bearing. Das ist bewaffnet. Das ist, was ich sehe. Nee, keine Ahnung, das muss da. Fährt in Charke rein. Bearing 140. Circa 2 Meter vor Charke. Aus welcher Richtung fährt das in Charke rein? Südwesten fährt er rein. Südwesten fährt er rein. Ah ja, Sichtkontakt. Das ist ein Infanterietransporter. Kriegst du den mit 40er an? Ich probiere hier den Technical, sobald er irgendwie mal halbwegs eine Pause macht. Ich probier's. Zu hinten. Ja. Turn ahead, Benny.
steht auf jeden Fall. Adler hier, Falke, Ziel zerstört. Technical zieht noch mit der Waffe, ich mach nochmal einen drauf, ja. Gott verfickte Scheiße. Ist zerstört, das Decken. Ja, okay. So, worauf schießt du jetzt, den Transporter? Ich schieß gerade die abgesessenen Infanterie links den Transporter. Weiter links. Ja. Ja, das sollte auch die letzten erwischt haben, hoffentlich. Ja. Adler hier, Falke. Bis auf den einen da, ja. Das Technical, das ihr gerade schon engaged habt, nordöstlich vom roten Rauch, ist noch funktionsfähig. Ich wusste es doch. Nordöstlich vom roten Rauch, Adler verstanden. Wo war denn das? Ich hab's aufgeschaltet, warte, ich lese, ich mach's mit der Profass. Sehr gut. Falke, Ziel zerstört. Verstanden. Zweieinhalbtausend mit der Minigun und immer noch drei Viertel dem Dingens. Ja. Du bist auch noch ein bisschen über der Hälfte, wir können auch eine halbe Stunde drauf sein. Diese. Ja, bei mir ist auch so ein bisschen über der Hälfte ist am Benzin. Ja. Wie sieht's mit den 40ern aus? Davon hast du bestimmt noch ganz viele. Ich habe noch jede Menge. Ich habe nicht so viel geschossen. Ja. Kannst du mal dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Fahrzeuge gehen, vielleicht wenn wir näher dran sind und so, dann spare ich mir ein bisschen von der Gau. Alles wenn, klar. Wenn die schnell fahren, dann schieße ich da bloß 3000 Schuss daneben, das muss ja nicht sein. Ich habe noch eine Luftsignatur. Back, okay. Direkt südlich von uns, auf dem Radar. Entfernung, keine Ahnung. Adler, hier Falke, wir sind wieder unterwegs. Gut. Okay. Ja, Adler, total. Okay, ist wieder weg. War kurz da und wieder weg. Okay, ich habe auf meinem 4 Kilometer noch nichts, also muss es weit sein. Ja. Ich habe auf 16 Kilometer angestellt, aber. Ja, ich habe auch 4 Kilometer, also. Das kann man ändern. Ja. Aber man muss die Taste belegen dafür, ist nicht belegt. Versuch mal wieder unsere Infanterie zu finden. Da ist sie. Dann kannst du switchen zwischen 2, 4, 6, 2, 4, 8 und 16 Kilometer. Danny, ich lese kurz unsere Infanterie, damit du Bescheid hast. Jo, ach da unten. Okay. Ja, kann nicht hingucken, aber ich sehe sie, ja. Okay, ich geh mal wieder auf Overwatch Distance. Okay, die sind jetzt da in dem Komplex, so wie es aussieht. Da ist ein Fahrzeug beim Safe House ungefähr, bewaffnet. Fährt jetzt in die Stadt rein von Norden aus. Genau. Das Geleiste? Ja. Okay, ich geh auf die Buffers. Wenn es stehen bleibt, kann ich auch. In der Mitte Buffers laufen. Ja. Steht gerade. Ich hab's schon. Ah! Oh yeah! Wir haben ein paar gesessen, glaube ich. Jetzt aber, komm schon. Huch! War das gerade die 105? Ja, aus Versehen. Ja, dismount. Ja, lass den einen Typen da. Einer muss doch auch von unseren Supertaten erzählen. So. Ich meine, das ist Jesus. Du schießt den 10 cm neben seinem Fuß, 40 mm in den Boden und das interessiert ihn halt den Dreck. Ja, Mann. So, die Jungs haben in dem. Wo ist unsere Infanterie? Da qualmt irgendwas. Das ist der Heli, der alles abgeschossen hat. Ne, da ist ein Truck am Qualmen gewesen. Aber achso, das ist ein Truck, sorry. Ja, ja. Aber da sind sie ja quasi fast durch, oder? War das das Haus?
Ich sehe sie. Da ist unsere Infanterie. Auf der Kreuzung bin ich mit mir rechts. Ah, da ist der Laser, ja. Irgendwo, ne? Falke, wie jetzt weiß, sie haben ungefähr 100 Meter nordöstlich zwei Infanteriekontakte, zwei weitere Infanteriekontakte 100 Meter nordöstlich. Verstanden. Die ganze Stadt ist voll jetzt auf einmal. Willst du dir nicht empfehlen, außen rumzulaufen? Du wolltest sie doch nicht durch die Stadt lotsen. Ja, aber Stadt ist leer. Wolltest du eigentlich nur so am Rand, aber. Ja, durch das kleine Industriegebiet da. Ja, komm, Industriegebiet kurz, einer, dass da immer noch leer ist. Infanteriekontakte befinden sich jetzt auf der Straße vor Ihnen rechts. Bam, 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 bam. Da kam die 40er. Eben die Fresse. Achtung, er flinkiert sie durch. Jungs, da ist ein Fahrzeug auf 210 westlich von Chakia. 210? Geht auf den Berg hoch gerade. Bisschen mehr links, Benny. Bisschen mehr oben. Oben. Ende die Straße. Das ist eine andere Straße, weiter unten, andere Straße. Die hier? Ja. Ah ja, sehe. Das ist bewaffnetes Technical, ja. Wir kämpfen. Mann! Das fährt halt mit 50. Schieß einen Burst zuerst, dass du siehst, wo du einschlägst. Und ja, danach schießt den Rest. Das ist kein Burst, was du machst, das sind immer 1000 Schüsse. Nö, das sind 30 Schuss oder so. Wenn ich einmal drauf drücke, dann schießt er automatisch 30 Schuss weg. Also. Ja, als du ihn ausschaltest, der ist in der Stadt drin gerade. Ja, also der fährt halt immer noch schnell. Aber ich sehe ihn. Ich versuche die Puffers. Kannst du kurz die Infanterie überwachen? Ah, okay, falsch gelasert. Also wenn ich sie finde, dann muss da irgendwo sein. Achtung, Technik! Okay. Jo, Technik kommt jetzt direkt zu denen, alle. Ja, mach du mal mit deinen 40ern. Das ist noch 2,5 Kilometer, meine ich. Das muss ich so ewig vorhalten. Triffst das Haus da, okay. Haben die... Ja, Dito. Ich kann das ganze Haus jetzt da leveln, aber. Ja. Der schießt da auch rein, scheiße. Oder? Adler, hier Falke, wir haben ein Technical vor uns. Bin ich den Gagen, das schießt in unsere Hütte gerade bereit. Gezielte 105er vielleicht, aber das macht auch zu. Nicht den Gagen, ist zu nah dran. Ich glaube, es ist ausgeschaltet. Ich kann nicht mehr anpingen, das Ding. Nee, das fährt dann noch, weiß ich rum. Das ist noch aktiv. Naja, okay. Einer ist ausgestiegen. Falke, wie jetzt weiß, ein Dismount bewegt sich auf das Haus zu. Ist drin. Danke. Im Haus. Lol. Noch ein Dismount. Oh, ich sehe nichts mehr. Okay, ausgeschaltet. Kicken wir doch mal, was hier sonst noch so rum. Leichen. Da läuft noch einer.
Adler, hier Falke, wir bewegen uns wieder. Was ist das da hier hinten, das Helle? Alles Leichen. Warte, das Safehouse ist das Industriekomplex direkt nordöstlich, nördlich von Ihnen jetzt, oder? Korrekt. Ja, ich denke mal, das orange-dache, zweistöckige Gebäude, denke ich mal. Direkt auf 340 gerade. Ach, das ist da oben, über dem Ding, ja. Ja, wo Benny gerade hinguckt, ja. Suchst du immer noch, Alex, Safehouse? Ich sehe es, ich habe nur geschaut, ob da irgendwas in der Nähe noch feindlich ist, aber wir haben noch einen. Gut. Vom Checkpoint 2 fährt ein Fahrzeug Richtung Safehouse. Checkpoint 2 gesehen. Ach da, ja. Ich advise engage Fahrzeug von Checkpoint 2 Richtung Safehouse. Adler verstanden. Glaub ich auch? Falk. Dismount. Ja, ich hab noch 50 auf der Bofors AP, die gebe ich mir jetzt momentan noch auf. So, ich hab's mal kaputt gemacht. Adler, hier Falke, Fahrzeug bekämpft, nehme ich an. Positiv. Alles klar, vielen Dank. Leute, 200, ein K60 Heli, unbewaffnet, ist über Chuck hier gerade. Ja, sehe. 200 Meter Höhe, 80 km schnell. Sehe. Adler hier, Falke, Biert, weiß, feindlicher Truppentransporter über euch. Ja, wir haben. Können wir den engagen, wenn er landet? Wir können nicht in das Safehouse rein, wenn uns der Feind beobachtet, also müssen wir den abschießen. Ausgeschaltet. Ja. Dankeschön, Adler. Ich habe noch einen bewegenden Radarkontakt hinter. Ja, ich glaube, das ist bei Checkpoint 3. Ich denke mal, das ist das Fahrzeug. Das sehe ich auch andauernd aufpoppen. Ja, das helle Ding, was da rumsteht, ne? Da ist. Oh, OPZ hier, Falke. Ich sehe, guck mal, auf 200. Oh, OPZ hier, Falke. 200. 180. Weiter nach oben. Es aber ich kann nicht, das ist nicht im Drehbereich von der. Doch. Auf 180 kann ich nicht drehen mit der. 130, ich drehe mich, deswegen, weißt du, ich bin nicht stationär. Jetzt ist es auf 100. Ist das da hinten das Ding? Ja, was ist denn das? Das ist ein Technical unbewaffnet. Das ist ein GMB, okay. Kann ich ausschalten? Ja, hau rein, ist weit genug. Ist auf dem Kobel oder Alex? Nee. Ausgeschaltet. Sehr schön. Adler hier, Falke. Alert. Falke im Safehouse, signing off. Over. Okay. Also jetzt hat mich wieder rausgekickt, aber danke, ich hab nicht gedrückt, fucking hell. Er fliegt wieder. User joined your channel. Eieieiei. Gut, braucht jemand eine Pause für eventuelle Aktivitäten, sowas wie Joint drehen oder andere Leute mal rausklettern? Okay, ich habe mal blöde Ideen gebracht. Ja, machen mal Pause bis um 20:55. Ja, bin gleich wieder da. Sag tschüss Twitch und tschüss YouTube. Bye bye. Tschüss.
Just you, Twitch.